Hallo. Guten Tag. In der letzten Folge war ja hier noch schnell Jojo vor Ochsen und Freya und so ein Kram und Kavan prügelt sich mit dem Gangboss und so ein Kack. Halt der ganz normale Shit. Wir haben tatsächlich zwischen der und der jetzigen noch einmal gespielt, was wir nicht aufgenommen hatten, was ich schon vorher entschieden habe, denn das war so folgendes. Die Hackerin, Elite halt, ist nicht, war ja nicht zwingend die netteste aller Bitches. So, Deadman's Trigger ist ja bekanntes Prinzip und die Bilder von den beiden einfach an Schieber ihrer Wahl mit dem Auftrag, die beiden müssen sterben, ist ja auch möglich vor dem Tod. Ist ja alles kein Problem. Und dann wurden die beiden, also wurden Kaba und Jojo halt gecatcht und dann war halt im Wesentlichen nur die Ansage, ihr dürft die, also ihr müsst die eine Woche noch richtig hart quälen und dann bringt er so um. Und das haben wir im Wesentlichen gespielt. Mit relativ unepischer Entkommungssituation, Fluchtsituation, habe ich deswegen nicht aufgenommen, weil muss nicht sein. Ich bin sicherlich für meine Nettigkeit gegenüber Spielern in vielen Situationen bekannt, aber ich bin bei Shadowrun auch relativ grausam und menschenverachtend und sowas, weil das halt, keine Ahnung, Cyberpunk ist. Das wäre wär halt irgendwie dumm, wenn ich Kinderprostitution und Menschenhandel und Folter aussparen würde. Das wäre halt komplett behindert. Dann kannst du auch Plüschpowerpunde oder noch schlimmer spielen. Und das will ja keiner. Aber ich denke trotzdem, muss auch einfach nicht auf YouTube sein. Ich gab an die Hauer ziehe und sowas. Es ist einfach, ist auch okay, wenn man es nicht macht. So. Dementsprechend. Kaban ist ja eher so der robuste Typ, der sich ja auch seiner männlichen Rolle bewusst ist und für die kleinen Mädchen, die er beschützt, das aushält und der Starke ist. Und Jojo, die kommt nicht hundertprozentig gut zurecht, aber sie hat sich für den Spielabend angestrengt. Also Flomi hat das ein bisschen weniger ausgespielt, als es gerade ist, weniger doll schlimm, weil es ist halt immer kacke, wenn du zockst und dann ist der halt der Charakter völlig im Eimer. Aber es dreht sich jetzt sowieso alles mehr um Kaban, von daher alles kein Problem. Easy und musste sein. Ich wollte das schon immer. Ich wollte dieses dreckige, abgefuckte Shadowrun, wo Leute einfach nur Leute quälen, weil sie quälen wollen. Dass wir einfach Leute ertränken und dann wiederbeleben. Das ist schön. Übrigens, ich habe relativ viele Shadowrun-Romane gelesen, die ich mal irgendwann so ausgeliehen oder so habe. Und Pesadillas ist meiner Ansicht nach richtig gut. Pesadillas und der nachfolgende Wiedergänger ist auch noch okay, aber Pesadillas ist halt ziemlich gut. Ist halt auch relativ schmutzig. Ist ein bisschen viel Romantisierung dabei und die Charaktere sind völlig überpowered, aber ist halt auch irgendwie Drecksch, so wie es mag. Und rum. Habe ich schon wieder zu viel geredet, ist auch nicht so schlimm. Viel Spaß und bleib geil. Selber scheiße. Also, ein bisschen Erholungszeit könnte ja vonnöten gewesen sein. Lieber Spielleiter, jetzt, wo wir offiziell alle da sind, ich möchte bitte einen Antrag stellen. Dass Kaban für dich würfelt. Das sowieso, das war ja schon ausgemacht. Ja, das ist ja Ding, kein Ding. Nein, es geht um was anderes. Es geht darum, dass ich bitte den Antrag stellen möchte, dass, wenn ich das nächste Mal Edge verbrenne, von Riesenadlern gerettet werde. Das ist ziemlich gut. Riesenadler. Antrag angenommen, du musst mich aber erinnern. Alles was ist klar. Mit Kaban? Was ist, wenn der. Was wäre denn, wenn Kaban Schaden kriegt? Wie dann Schaden? Auch? Wenn. Na, dann muss ich ja nicht von Riesenadlern gerettet werden. Nee, aber wie wird er gerettet? Auch von Riesenadlern? Oder? Nee, also ich sag mal so, je nachdem, wie das später aussieht, es kann auch sein, dass später aus Riesenadlern Harpien werden, von denen ich dann bitte gerettet werden möchte. Aber,
Wenn das der Fall ist, kann Kaban die Riesenadler haben. Solange das noch nicht der Fall ist, müssen es bei Kaban bitte eine Horde von Tauben sein, die ihn an... Ja, genau. Also bei Kaban sind es bitte Täubchen. Nee. Doch. Ich möchte, dass mich ein Moloch abholt. Jo, das machen wir auf jeden Fall nicht. Eine Riesenart, da sind ja das eine. Aber ein Moloch. Na okay, Antrag stattgegeben. Er soll mich aber nicht fressen. Sondern er rettet alle dich. Na, du verbrennst der Edge, damit er dich rette. Das ist ja okay. Jo, mach mal so. Ihr müsstet mich nur erinnern, falls es mal soweit ist. Ach übrigens, ich habe versucht, das Pitch and Shaman Lied zu machen, aber es geht leider nicht, weil ich keine richtige Karaoke-Version gefunden habe. Das war voll gemein. Habe ich mich sehr, 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 sehr getrauert. Aber du machst ja eh den Film für Malashim, hast du ja schon gesagt, ne? Ich mache ihn nicht, ich will ihn gucken. Ja, ja, hast du ja gesagt, dass du das machst. Alles klar. Genau. Ach genau, Alex. Wir brauchen ja für die Staffel, die irgendwann mal neu beginnt, so ein Hintergrundbild. Falls du eine Ahnung hast, wo man sowas im CC oder Royalty-Free-Rahmen findet, oder zufällig einen perfekten Kunststich einer Cyberpunk-Umgebung zur Verfügung hast, den du selbst fertigtest und uns zur Verfügung stellen willst, dann zeig ich mal her das Zeugnis. Weil das ja gar nicht so einfach ist. Und falls jemand was hat oder was findet oder eine Ahnung hat, dann wäre schön. Ihr könnt, wenn ihr sowas habt, entweder schreibt ihr irgendwas, wir haben was, in irgendeinen Kommentar, entweder auf WordPress oder bei YouTube oder auf Facebook oder wo auch immer, wo ihr wollt. Ansonsten könnt ihr das auch gerne an, haben wir eigentlich eine offizielle E-Mail-Adresse? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten schickt ihr das an. Hat sie nicht gesagt. Jo, das schneide ich raus. Ansonsten schreibt ihr in WordPress einen Kommentar und wir können dann euch per E-Mail anschreiben. Das ist viel einfacher, dann seht ihr auch die Antwortadresse. Warum darf ich denn das nicht schreiben? Wegen des Spambots. Stimmt, du hast recht. Also ich meine, da würde vermutlich nichts passieren, aber das werden wir einfach nicht riskieren. Meinst du? Ja, machen wir einfach nicht. Das ist, okay. Ja, so. Dann wirst du nur irgendwie, weißt du, die ganzen und so weiter, das ist ja, und weißt du, Dr. Baryshnikov, das können wir nicht machen. Dann kriege ich nur wieder Penisvergrößerungen angeboten, weil ich mich anhöre wie ein pubertierender Junge. Sie. ja. Wichtige Frage, haben wir eigentlich Karma gekriegt? Ja. Ich glaube, der will einfach kurz, das ist Shepard, oder wie? Nimm gleich dein Karma. Die Frage war, habe ich mir das schon aufgeschrieben? Wenn also, nicht, hast du jetzt Pech. Das wäre schon ziemlich gut. Du hast es ja auf jeden Fall aufgeschrieben, schon weil ich im Forum das ja nochmal nachgetragen habe und so. Ne? Hast du auf jeden Fall. Doch, das Geld habe ich mir auch nicht aufgeschrieben gehabt, bis gerade eben. Ja, dann hast du jetzt Pech, ganz ehrlich, wer so dumm ist. Ach, Karma, wer braucht schon Karma? Ach, Deli. Was ist denn falsch mit dir? Eigentlich alles. Weißt du, wenn man immer nach einem Karma fragt, so als Karma-Hure ist das ja das eine, aber wenn man es dann nicht mal einträgt. Ja, hast du mir das, hast du das schon im letzten Mal gesagt? Ja. Ich habe es erst gesagt und dann habe ich im Forum ja nochmal was addiert. Also sogar ich habe es mir aufgeschrieben. Mhm. Und ich vergesse das sonst immer. Mhm. Tussen? Ihr könnt ja alle überhaupt ja nichten. Warum auch? Nee, aber letzte Änderung, 11. September, das heißt, ich habe am 14. meinen Charakterbogen das letzte Mal angepackt, also von daher müsste eigentlich passen. 11. September, so. Nennen wir das Intro hier gerade, was wir hier gerade machen, die zwei Türme? Hä? Das ist die Folge, aber die können wir meinetwegen die zwei Türme nennen. Komm, machen. Dann halt so. Ja, das gefällt mir eigentlich, muss ich sagen. So, aber um zur Sache zu kommen. Die wichtigen Sachen. Zum Beispiel Freya. Was erzählst du da denn, warum du 6 Wochen nicht abkömmlich warst? Dass ich krank bin? Ja, sie würde dich dann nämlich, da würde sie gern mal vorbeischauen und dir eine heiße Hühnchensuppe oder so, ne? Ich hab ja quasi nur... Wie hieß es noch? Tetanus.
Tetanus, genau. Das ist ja okay. Meine Verletzung und so weiter kann man ja relativ schnell kaschieren. Also sind doch relativ schnell weg, oder? Naja, dir fehlt einfach mal ein Hauer. Den habe ich mir ja nachwachsen lassen. Wie schnell Aber nicht, wächst solange denn du das noch? Tetanus hast, oder? Das kannst du da in der Zeit garantiert nicht einsetzen. Das kannst du total vergessen. Shit. Außerdem ist es nicht so, dass du einfach mit durchgebeugtem Rücken irgendwo rumliegst und die ganze Zeit nur grinst. Nicht die ganze Zeit, das hört Ja, auch irgendwann wieder auf. ich weiß doch. Ja. Das ist ja so das Problem. Nee, ich schreibe ihr quasi, ich bin, dass ich halt. Das ist eine gute Frage. Du kannst auch die Treppe runtergefallen sein. Deswegen hast du dir den Hauer ausgeschlagen. Wow. Wow. Das ist so schlecht. Nein, ich habe auf meiner Arbeit mit Ja. einem. Was für Bären gibt es in Russland? Große. Schwarze Bären? Schwarze, das sind Schwarzbären. Nein, Schwarzbären gibt es nicht. Brutale. Dann nehme ich braune Bären. Das ist mir egal, welche Farbe die haben. Braunbären gibt es in Russland, Schwarzbären gibt es nur in Amerika. Rassisten. Sind eingewandert. Es gibt böse Bären, die dich einfach zerhacken. Da hast du absolut recht. Genau, ich habe mit einem Bären gekämpft und ich habe aufs Maul gekriegt. Mein Job ist gefährlich. Das Ja. passiert schon mal. Aber warum darf sie denn dann nicht dich gesund pflegen? Also, was heißt gesund pflegen? Wenigstens mal vorbeischauen, die macht sich ja Sorgen. Nein, nein, die darf ja vorbeikommen. Ich muss halt nur, ne, ich muss ihr nur irgendwie erklären, quasi. Liege ich beim Doc oder liege ich zu Hause? Na, die erste Zeit liegst du schon beim Doc. Ja, dann kriegst du halt natürlich auch die Nachricht. Dann liegt beim, also, kriegst du natürlich nicht, weil ich am Arsch bin. So völlig und gar nicht darauf reagiere. Weil ich glaube, das sind höllische Schmerzen und dann interessiert mich die Frau nicht. Also ich sag mal, du bist ungefähr 2 Wochen raus. Ja, siehst du. Also 2 Wochen lang hört sie also fest und weiß gar nichts von mir. Weil da werde ich nicht an diese Frau denken. Und danach geht's, glaube ich. Dann bist du auch wieder einigermaßen fit. Du brauchst halt, also ich glaube gerade du brauchst wahrscheinlich eben länger. Aber. Wegen den scheiß Muskeln, ne? Eigentlich könnte man noch Kunstmuskeln ausschalten. Erstens kannst du keine Kunstmuskeln ausschalten und zweitens brauchst du länger wegen deines Nachteils. Ja, das sowieso, stimmt. Dein Immunsystem sagt halt, ich muss schon den ganzen Nö. Tag gegen die Cyberware kämpfen, ich kann mich auch noch mit Tetanus rumschlagen, Junge. Richtig. Scheiß Immunsystem. Hat voll die Prioritäten. Lieber kämpft das gegen meinen eigenen Körper, den kennst du schon. Ja, der ist auch Ja. scheiße. Also erst so zu nix und dann kann sie gern vorbeikommen. Wenn sie beim, also, ne, dann wenn ich zu Hause bin wieder quasi, dann kann sie gerne vorbeikommen. Ich wehren sie aber vor, quasi hier, ne, Tetanus und geht nicht gut und aua. Und hab halt aufs Maul kassiert von so einem großen Braunbären. Okay. Juti. Pass auf, die wird dann tatsächlich. Moment. Haben Ja. Braunbär gerade Kinder zu dieser Jahreszeit? Who cares? Haben sie. Ich weiß das mit meiner hohen Ja, na klar weißt du, das Dingsbums. haben sie meinetwegen, aber ist Sondern egal, da Bären ist sind nämlich. böse. Ja, dann ist das nämlich quasi eine Bärenmutter gewesen, die ihr Dingsbums verteidigt hat, die sie in der Stadt aufgebaut hat. Und ich musste sie. Die sind wirklich übelst aggressiv dann. Richtig. Und ich durfte die Bärenmutter ja nicht töten, weil sie eine Bärenmutter und hat Kinder. Dann kann man das ja nicht tun. Und deswegen musste ich sie halt leben fangen und das war halt schwierig. Und deswegen habe ich halt aufs Maul kassiert. Voll die gute Geschichte. Wow, du bist der Held. Ja, gut, sie wird dich besuchen und mehrmals und sie wird dich pflegen und hegen. Sehr gut. Danach werdet ihr euch sicherlich noch ein paar Mal treffen, um das nochmal zu skizzieren. Die ist sehr fürsorglich. Die ist auch eine nette. Die hatte auch Humor abbekommen. Hier, da hinten rechts oder so. Also nee, die ist schon eigentlich okay. Die ist echt eine nette. Zuweilen Spuren von Eifersucht. Aber das ist ja klar. Und die ist jetzt nicht schüchtern, aber teils zurückhaltend. Die ist auch nicht still, aber halt einfach zurückhaltend. Weißt du, die ist halt nicht mit der Faust auf den Tisch und dann auf den Tisch gekackt danach, weißt du, wie Jojo, sondern die ist halt einfach. Sie hat eine gewisse Zurückhaltung einfach bewahrt in ihrem Sie hat im Leben. Gegensatz zu Jojo Stil. Hey, Moment. Jojo kann auch, wenn sie will. Ich sag mal, Stil ist immer so sehr abhängig davon, was man als stilvoll betrachtet, ne? Solange sie keinen Stil hat, ist alles okay. Das Thema hatten wir schon. Jo. Hat sie nicht. Das wirst du auch irgendwann herausfinden können, ja. Yay.
Sie hat auch nur eine Vagina und zwei Brüste. Mit auch exakt derselben Anzahl Brustwarzen. Soweit du das erkennen kannst. Also, ne? Ist okay. Kann man mitlegen. Ja, ist okay. Nee, aber die, und die finde ich auch gut, oder die würde sich auch auf was Festeres einlassen, so ist es nicht. Oh, gefällt. Wenn sie so lieb ist und nett ist, dann ist doch nett. Solange sie halt nicht zu neugierig wird, ist gut. Naja, solange du halt nicht zu viele Fragen offen lässt, nicht. Ne? Weißt du, was ich meine? Was für Fragen? Jeder Mensch würde neugierig, wenn du zum Beispiel einfach dann irgendwann nach Hause kommst und hast so vier Kugeln im Arm. Da würde man sich schon mal kurz fragen, wie das eigentlich so war. Friendly Fire im Wald halt. Ja, oder wenn, keine Ahnung, wenn dich auf der Straße so ein Typ grüßt, der halt mehr Worry-Tattoos hat als Haare. Da könnte man sich auch ja schon mal kurz fragen, aber... Alles easy kriege ich hin. Das kriege ich dann auf die Reihe, wenn ich es muss. Alles klar, Beauty. Also die ist nicht zu neugierig, weil bisher, ja, der Waldkampf, der epische, das ist schon okay. Die, weißt du, die findet es auch schon gut, wenn so ein starker Mann, der es mit einem kleinen Grizzly mal kurz ein Fechterchen hat oder was auch immer das für ein Kackbär ist, wenn der da die Mutti einfach kurz bewusstlos prügelt im epischen 101, das findet die schon gut, weißt du? Die kann auch mal beschützt werden, so, ne? Sehr gut. Ja. So muss das. So, ja, so muss das. Bitches, habt ihr gehört. Jetzt wisst ihr, was Kavan wollt. Telefonnummer ist 0172 4789 3429. Was? Was war das Letzte? Sauerkirsche. Sehr gut. Und nach einiger Zeit, am 5. Juli, das ist mehr als einige Zeit, um genau zu sein, würde dich... Wie heißt der Typ? Heißt der Sergej? Sergej. Ja, genau, der ruft dich also an. Jo. Du bist doch die Schweinsnase, ne? Und du bist? Ich bin Sergej. Das ist der Tätowierer, bei dem du warst. Ah. Dem du beigebracht hast, dass ich die hässlichen Trockfressen nicht dumme Trockfressen nenne, sondern hässliche Trockfressen. Hm? Ich hatte mich ja für dich umgehört, ne? Ja, hattest du. Ich habe jemanden gefunden, der was dazu wissen könnte. Ich kenne den aber selber nicht. Und das ist gar nicht ganz so einfach, denn der sitzt in der, na, wie heißt gleich, Endlagerstätte. Endlagerstätte. Ich möchte jetzt bitte einen Applaus einspielen, aber den schlechten. Wieso? Ich weiß auch nicht. Für den tollen Namen. Weißt du, du kannst immer nur kritisieren und meckern, aber eines Tages stirbst du halt einfach wieder. Ich werde ja dann von Riesenadlern gerettet. Da lohnt es sich zu sterben. Ziemlich. Ja, die Endlagerstätte. Der Knast. Irk. Also der Üble, kennst du ihn nicht? Ich habe mich noch bis dato von Knasten ferngehalten. Das ist ja ein Ding. Na, das ist der für Leute, die so kleinere Verbrechen haben, kleinere Gewaltverbrechen, aber es summiert sich halt irgendwann oder sie machen dann doch mal was Schlimmeres. Und für die interessiert sich niemand, also kleine Leute, dann kommen die da rein und dann kommen die halt einfach nicht wieder raus. Und schön. Also die werden dort nicht vorsätzlich umgebracht, aber sie kommen halt auch einfach nicht mehr raus. Und es gibt da halt so gut wie kein Personal, das ist alles maschinell. Also du bist da auch so ziemlich viel in einer Zelle, also die ist auch etwas größer und mit weniger viel Annehmlichkeiten. Und wenn du Glück hast und die Wuri dich okay findet, dann überlebst du das auch eine Weile. Welche Wuri? Na, Jaguars. Okay. Und ja, also du kommst dort auf jeden Fall nicht wieder raus, das ist schon mal klar. Okay. Und einmal in der Woche oder so betäuben sie dann einfach alle und holen da die Leichen raus, falls es welche gibt. So ungefähr ist das dort. Also ist schon übel. So voll und ganz nett, sagst du. Ja, genau. Okay, kannst du mir den Namen nennen? Jo, Maxim.
Und weiter? Na, Maxim. Okay. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen in der Lage, in dieser Stadt? Weißt du was? Naja, theoretisch gibt es keine Besuche, aber ich sag mal, wenn man sich da an die richtigen Leute wendet und da Geld fließt, dann schon. Na gut, das habe ich mir gedacht. Gut, dann danke, was schulde ich dir? Jojos Freunde sind auch meine Freunde. Den Satz wollte ich schon immer mal gesagt haben, aber jetzt denke ich irgendwie, das ist scheiße. Deswegen ändere ich meine Meinung und sage 150 Nuyen. Kriegste. Das ist schön. Gut. Gut, sonst irgendwelche Sachen, die du mir darüber sagen könntest? Ach so, na, der hat wohl im... Der ist da auch schon ultra lange. Ne? Und da ist er auch jetzt schon 70 oder so. Und okay. Der ist da seit 25. Vermutlich... Also entweder der weiß halt, wie er es anstellt, oder der hat da vielleicht irgendwas abgesprochen mit den Wärtern, weil ansonsten würde der vielleicht inzwischen nicht mehr leben, kann ich mir vorstellen, ne? Auf jeden Fall... Möglich. Es gibt wohl Leute im Knast zum Teil mit den Tattoos, auch mal in dem, obwohl sie dann da irgendwie wieder rauskommen oder so, und der sieht und hört halt irgendwie alles. So, also viel zumindest. Deswegen habe ich das dann so gehört, dass der da was wissen könnte. Okay, und von wem weißt du, dass die Leute... mit diesen Tattoos in diesem Knast waren? Das fiel beim Sondieren von ihm wohl, von dem Maxim. Mehr wollte halt nicht melden erstmal. Okay. Gut, dann danke. Kinding. Sag Bescheid, wenn ich was für dich mal tun kann. Also ich bräuchte eigentlich mal so eine richtig schöne Fußmassage, muss ich sagen. Ja. Von deinen zarten Fingern, das wäre schön. Ich meinte was Ernsthaftes. Ach so. Ja, Pediküre wäre auch nötig. Nee. Nun, du, man gibt keinem anderen Mann eine Fußmassage. Nur, wenn man Angst vor zu viel Spaß hat. Echte Liebe, ne? Die gibt's ja nur unter Männern. Und eine echte Fußmassage. Nee. Du kannst doch nicht einfach irgendjemandem eine Fußmassage geben. Du hast es halt eine sinnliche Geschichte zwischen dir und. Ne? Und dem anderen. Vielleicht wollte ich eine sinnliche Geschichte, entschuldige. Hey, ich war... Nee, ist ja... Ich hab's verstanden. Nee, danke, ich stehe da eher so auf Front. Ich mache, aber okay. Ist völlig in Ordnung. Also. Nee, ist... Tschüss, komm. Jo, tschüss. Piep. Ich kann diesen scheiß Dialog nicht mehr, verdammt. Aber ich weiß, welchen du meinst aus Pulp Fiction. Ja. Du meinst, würde Freya kommen und ihm aus dem Fenster schmeißen? Definitiv. Das wäre nicht gut. Ich mag diese Szene. Ja, die ist auch gut. Na toll, jetzt muss ich in der nächsten Zeit mal wieder Pulp Fiction gucken. Na toll. Gut, zurück zum Wesentlichen. Ich ruf mal unseren allerliebsten Freund an. Fedora. Guten Dingens, was ist los? Moin. Ich müsste mit jemandem reden, der nun etwas indisponiert ist. Er kann also nicht zu mir kommen. Einem gewissen Maxim. Willst du einfach vorbeikommen? Ich komme zu dir, ja. Dann mach das mal. Ja, ich fahre da halt hin zu ihm. Warte mal kurz, war ich schon gesund? Ja, klar. Gut. Dann fahre ich zu ihm, weil sonst ist das nichts mit Fahren und so. Gut. Moin. Was ist los? wie gesagt, ich müsste mal mit einem gewissen Maxim aus der Endlagerstätte sprechen. Kannst du da was organisieren? Also da gibt es 7 Maxims. Dem ganz Alten. Der, der alles weiß. Ach so. Jo, wie dringend willst du das denn? Nun, das wäre schön, wenn es vorher passiert, bevor er stirbt. Und da er ja so alt vor ist. Morgen, oha, tja, das, ja, na, keine Ahnung, 3-4 Tage oder was? Wenn sie es einrichten lässt?
Ja, 1,4. Okay. Und dann ist das in 3 Tagen Montag um 11. Gut, muss ich irgendwie was beachten, wenn ich da hinfahre? Oder wie komme ich da hin? Oder wie kann ich mit denen reden? Na, du fährst dahin, das ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Das Gefängnis heißt eigentlich Novosibirsk. Also Haftanstalt Novosibirsk. Fährst du da einfach hin, dann fährst du da halt auf den Parkplatz, gehst da rein, dann durchsuchen die dich, du nimmst nur Waffen mit, für die eine Lizenz hast. Dann sagst du, zu wem du willst, dann sagen die, tut mir leid, Besucher nehmen wir nicht an. Dann sagst du, ja, aber hier, ich bin der von Fedor. Dann sagen die, ach so, du bist zu Maxim, alles klar. Dann machst du dich dort nackig und dann gehst du dahin. Muss ich irgendwas beachten, wenn ich mal ein paar Extras habe, die eventuell unliebsam aufstoßen würden? Was hast du denn nochmal? Kunstmuskeln? Knochen? Vielleicht lassen sie dich nur mit Handschellen rein. Ich würde ungern in einen Knast gehen mit Handschellen an. Das hat so einen ganz bitteren Nachgeschmack. Ja, aber ich denke mal, anders werden sie es nicht machen. Es sei denn? Keine Ahnung, man musste bestimmt nochmal 500 drauflegen. Das Ding ist, es nützt dir halt eh nichts, ne? Es gibt ja dort keine Besucherräume, das heißt, der Typ kommt dann halt raus, so, und geht da auf den Innenhof, der halt eigentlich nie benutzt wird, und da gehst du auch hin, das heißt, du bist eh auf dem Gelände der Haftanstalt. Schon, nur habe ich keine gefesselten Handschuhe, keine gefesselten Hände, während der vor mir steht. Ach so, na dann müsstest du wohl nochmal 500 drauflegen. Ich denke auch. Das verschiebt dann doch das Gesprächsklima etwas. Hey, der Mann ist 70, was willst du denn mit dem machen? Keine Ahnung, wer da alles auftaucht. Ja, keine Ahnung. Und ich will nichts mit ihm machen, ich will nur mit ihm reden. Ja, also ich habe nicht erwartet, dass du irgendwie Stress suchst, weil dann kann ich auch nichts mehr machen. Nee, Stress suchen tue ich auf jeden Fall nicht. Ja, der ist, wie gesagt, aber der ist alt. Es wird schon gehen. Und ja, Waffen kriegst du nicht mit rein. Wenn du mir nochmal 500 gibst, dann passt das schon. Okay. Dann kriegst du als 1,9 von mir. Läuft. Jo. Muss ich irgendeinen Sinn vorzeigen, dass ich da reingehe? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, du bist ja eh nicht. Also Besuchen dürfen sie ja eh nicht kriegen. Von daher ist egal. Also keine. Gut, perfekt. Gut, irgendwas, was ich da drin beachten muss? Nö. Sagst, Waffen kriege ich nicht rein. Was ist mit anderem Zeug? Was denn für anderes Zeug? Das, was man so in so einem Knast halt so toll findet. Kleinkram, das man tauschen kann. Er muss ja auch irgendwie mit mir reden, nicht wahr? Naja, die Sache ist die, was hast du gedacht, als ich sagte, dass du dich nackig machen musst? Du gehst da in Buchse und Hemd oder T-Shirt rein. Ohne Socken, ohne Schuhe. Du musst es ja so sehen, die Wärter wollen auch Geld verdienen, das heißt, wenn du ihm nachher noch was zukommen lassen willst, dann musst du dir nochmal extra bezahlen, je nachdem, was es ist. Der Typ, der dich einführt, bei dem kannst du das so machen. Gut, wenn du sagst, dass das geht. Aber da sollst du zur Not dann nochmal wiederkommen und das dem vorher sagen, denn wenn du dort schon irgendwie mit Drogen oder irgendwas ankommst, glaube ich, ist das gar nicht so geil. Mhm, verstehe. Ach, und bevor du dich dann später aufregst, die stecken dir auch einen Finger in den Arsch. Das ist ein teurer Spaß. Das machen die egal, wie viel du denen gibst. Die hatten uns schon mal 1-2 Befreiungsversuche, deswegen sind die da ein bisschen genauer. Okay. Ja. Ach so, aber ist nur du und nicht noch jemand. Vorerst nicht. So, ich frag nur, weil du ja jetzt immer viel mit Jojo unterwegs warst und bla. Ja, richtig. Ich war gerade nur kurz überlegen, ob ich sie anrufe, ob sie mit reinkommt. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn sie mit reinkommt. Keine Ahnung, bei Frauen im Knast ist noch nie was passiert. Genau. Ja, wenn, dann sagst du mir halt noch Bescheid. Mhm. Machen wir. Jo. Ach so, diese Magierin, na, da sagst du vorher doch mal Bescheid. Ja, ich sag vorher Bescheid.
Gut, dann danke erstmal. Wenn ich noch irgendwas brauche, komme auf dich zu. Ja, ja, mach das mal. Ne? Gut, dann verschwinde ich auch wieder und jetzt muss ich kurz überlegen, was man da im Knast so alles braucht. Ein Tabak etc., lala, da kommt ja alles wohl selber ran, aber irgendwas Gutes. Der war ja richtig tiefenentspannt. Der hat gerade gekifft. Der war einfach gelangweilt. Wo war der denn gelangweilt? Was war denn das? Naja, weil der auch mal gelangweilt sein darf. Ich hab gedacht, jeder ist irgendwann mal im Leben gelangweilt und naja. Niemals. Ach so, du nicht. Langeweile ist Luxus. Ist doch ein gemachter Mann. Ja gut, stimmt. Dank uns. Ja. Hey. Also Beatles können sie nicht gebrauchen, weil die haben sowieso alle eine Buchse, also eine Blockerbuchse, dann wird es nicht funktionieren. Aber irgendwas anderes zum Abdriften brauchen die bestimmt. Also ich sag mal so, ich kenne Leute, die haben im Jugendstrafvollzug Plätzchen gebacken im Winter und am Ende war die Muskatnuss weg. Die sind da schon sehr erpicht, sag ich mal. Sie. Eben. Und zwar will ich mir dann kenne ich Straßendealer, verdammte Seuche. Jojo. Stimmt. Sonst hast du auch einen Dog und deinen Gourmet-Typen, ne? Also, an Drogen zu kommen, wenn du eine Gängerin kennst, ne? Beziehungsweise wenn ich Jojo kenne. Die dich erst ins Drogenleben eingeführt Richtig. Hat. Mit Billy und Jojo das erste Mal schön reingezerrt. Der Drogenkoffer, ich nehme einfach den ganzen Koffer mit. Der ist relativ leer mittlerweile. Sie hat ihn eigentlich, also das weißt du nicht, aber sie besorgt dir eh alles, was du willst. 4 Kilo Ketamin. Das könnte komplizierter werden, aber... Sir. Alter, wie hat denn der Typ Freya geschrieben? Da steht Freya. Und dann ist das Bumse-Adresse bekannt. Du schreibst also, dass es eine Bumse ist, ja? Na sicher. Das sieht die aber anders, glaube ich. Also das ist wirklich... Solche Worte in ihrer Gegenwart, ja? Kannst du dir schon mal abschminken. Ja. Gut. Ich find's lustig. Dann steht da Olga in Klammern Streetdog / ficken. Hallo, man muss nicht das alles Wichtigste ich nehme alles zurück, ihr wisst genau Bescheid. Ich hab nie was gesagt. Das Wichtigste muss man sich aufschreiben. Wie soll man die denn sonst betiteln? Ich hätte auch hinschreiben können, kleine Brust oder sowas, aber das ist ja langweilig. Ein halber, nicht mal ein halber Greif. Eben. Du kannst ja mal lieb fragen. Da wolltest du erst noch mit ihm ein Training machen. Was? Echt? Wollte ich das? Hey, ja, du wolltest ihn dann einflüstern, was, Hey, ja, das, ich weiß es noch genau. Ich glaube, ich meine mich auch dunkel zu erinnern, dass ich sowas gesagt habe, aber ich verfluche gerade, dass ich das gesagt habe. Du sagtest, nein, ich bin eine Frau und ich werde das auch beweisen. Habe ich das so gesagt? Nein. Schade. Aber das war das, was da mitschwung. Aber ich meine, guck mal, er kann es doch eh nicht ewig verbergen. Wenn der mit dir auf der Straße rumlatscht oder so und dann guckt dir mal das ein oder andere Mal, aber macht das ja fast nie, in irgendwelche Ausschnitte, in irgendwelche prallgefüllten, von denen es ja einige gibt, wie wir rausfanden, dann wird dir das sicher nicht die ganze Zeit entgehen. Das könnte ja auffallen. Du, ich habe eine sehr hohe Heimlichkeits- und sehr hohe Wahrnehmungswerte, das ist okay. Aha, was hast du so in Selbstbeherrschung? Wie gesagt, ich habe hohe Heimlichkeit. Aha, das ist aber nicht Heimlichkeit meiner. Na sicher. Nein. Das ist irgendwie was wie irgendeine Sozialfertigkeit. Selbstbeherrschung. Naja, das ich damit sage das nicht, macht, aber damit, er, nicht damit man so tun kann, als würde er sich auf was anderes besinnen, zum Beispiel den Schriftzug und nicht die Brüste dahinter, dann wäre es irgendwie Sozialfertigkeit. Überreden oder sowas ist ja, es irgendwas dann. Halt. Ich will es ja gar nicht, also ich will es ja nicht so tun, als wenn ich was anderes mache, sondern ich will es einfach nur verheimlichen, dass sie das nicht sieht. Und das wäre dann schon Schleichen. Ja klar, wäre das Schleichen. Kopf, Augenschleichen, kennt man ja. Sicher. Ja, na klar. Beschatten. Nö, ist ja richtig. Ja. Ist Beschatten eine neue Fähigkeit? Der Spielleiter ist das. Will dir doch nur was Gutes tun, Kaban. Bam, ist Schleichen. Beschatten ist... Der Spielleiter will dir doch nur was Gutes tun. Willst Merkst du denn, das nicht? Willst du denn mit deiner Lebensabschnittsgefährten
die ganze Zeit noch mehr Versteckspiel spielen. Ich meine, du bist schon Shadowrunner und alles, das ist nicht leicht. Und jetzt willst du ihr nicht mal, also willst du auch noch die ganze Zeit schleichen, damit sie nicht bemerkt, dass du dicke Titten gut findest. Das kann nur damit sich das erst festigt ein bisschen. Du kannst doch jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Das Ding ist doch, am Anfang kriegt sie auch noch nicht so viel mit, weil man am Anfang, wie ich so oft sage, voller Hormone ist. Ja, aber ich muss es ja nicht riskieren. Also kann ich auch einfach Sneaking einsetzen, kannst, damit ich halt die Brüste beschatte. Das ist kein Schleichen. Tut mir leid, es ist auch kein Beschatten. Hallo, ich beschatte Brüste, ohne dass es auffällt. Ich diskutiere nicht. Ich darf das auch nie. Das ist leider einfach Quatsch. Also, wenn ich jetzt jemanden beobachte, wovon das nicht auffallen soll, dass ich ihn beobachte, was ist das dann? Das darf der Person nicht auffallen, aber wenn dich jemand wenn jemand aus dritter Perspektive anguckt, dann wird er feststellen, dass du jemanden beobachtest. Also entweder ja auch fällt schlecht, es der Frau, die du beobachtest, auf, dass du sie beobachtest, oder es fällt Freya auf, dass Nein, du sie beobachtest Problem und der ist völlig Frau nicht. Anderes. Das Problem ist, beim Beschatten suchst du dir gewisse Orte, um zu beobachten, du verkleidest dich ab und zu, damit die Person nicht bemerkt, dass du sie verfolgst, und wendest andere Techniken an. So, wenn du normal mit Freya die Straße entlangläufst und da kommt eine Frau und du guckst dieser Frau in den Brustflansch, ja, dann kannst du das nicht verstecken, weil deine Augen nun mal an einen spezifischen Ort sehen. Vielleicht dreht sich auch mal dein Köpfchen, denn da du ja groß bist, musst du ihn auch nach unten neigen. Das heißt, es ist relativ zweifelsfrei klar, dass du Titten anguckst. Aber ich kann Freya eventuell ablenken. Guck mal, da, ein Luftballon. Siehst du? Ja. Nein. Ich finde diese ganze Diskussion super. Die ist wichtig, aber leider kannst du mich da nicht überzeugen. Da muss ich immer meine Waffe rausziehen und irgendwo hinhalten, damit ich dann über das Smartlink das sehen kann? Was soll der Scheiß denn? Wenn du auf offener Straße deine ungeladene Waffe rausholst oder deine Waffe rausholst, wird das auch nicht irgendwie zu komischen Fragen führen. Niemals. Entschuldige, aber ich bin ja mit meiner Ahle unterwegs und will nur Titten sehen. Ach so, na, dann halt okay. Ich meine, ich verstehe dich. Guck mal, das ist nicht mal ein halber Greif hier. Ich brauche RFID-Chips mit Sensoren, mit Kamerasensoren. Ja. Dann kann ich das nämlich über meine AR auch. Das Einzige, was ich... Nein, das Ding ist doch... Nee, es geht alles nicht. Es geht einfach alles nicht. Es tut mir leid. Du beschneidest mich und meinen Charakter. Ich muss doch so auf die Titten gucken. Darfst du ja auch. Sie wird das noch mitbekommen. Du Jude! Der Zusammenhang ist noch nicht ganz, aber okay. Du schneidest mich und meinen Charakter. Aha, ich bin bloß dumm. Ich wollte nicht du Moslem sagen, also es wäre es zweiter Mal. Witze sind einfach besser als Moslem-Witze. Hast du Angst, dass unser TS in die Luft fliegt? Nee, ich finde tatsächlich besser du Jude als du Moslem. Das klingt einfach schöner. Judas ist halt leider einfach schon so als Verräter geprägt. Da kann man ja nichts dagegen machen, Leute. Richtig. Wenn es doch in der Bibel steht. Ist halt das die heilige Schrift. Siehst du? Am Anfang hätten wir jetzt noch gesagt, klar gemacht, dass dies ein Witz gewesen ist. Allerdings machen wir das machen wir heute gar nicht aber mehr. Aber jetzt ist ja klar, dass Flummi keine Witze macht. Richtig. Was? Nie. Ja, alles Flummi, ernst, das wissen ja die wenigsten. Flummi war ja vor ein paar Wochen in Heidenau. Und hat da auch Brandgeschosse in der Hand gehabt, ja. Wann war denn das? Was? Hast du mich wieder zugedruckt, oder was? Ach so, das ist Teil 2. Also, Kaban guckt ganz, ganz dicke Titten. Und Freya wird es mitbekommen. Ende der Diskussion. Ja. Solange sie nicht rumdiskutiert, ist alles gut. Genau. Tut sie nicht. Wird sie grantig? Nee. Eisig? Nee. Okay. Wenn das mal wirklich bei 5 Bitches in Folge so ist, dass du wirklich halb sabbernd dastehst, also jetzt mal leicht übertrieben, dann wird eher mal sowas kommen, wie dass sie dir aufzeigt, dass die jeweilige Dame ganz schön Zellulite hat. Oder sowas, weißt du? Einfach nur so, um dir zu zeigen, dass die ja hässlich ist. Oder dumm. Oder bitchy oder was auch immer. Je nachdem, was die halt ist. Ist sie ja auch. Ganz eindeutig. Ja, na klar.
Sie zeigt dir dann nur quasi noch andere Seiten, die Rückseite der Brüste quasi. Genau, Dinge, die Männer interessieren. Die Schattenseite der Brüste. Die Schattenseite ist schön. Also den Bauch. Deswegen quasi. Heißt die Folge Die zwei Türme. Sie. Natürlich. Ich dachte, weil Carvan heute noch Man-on-Man-Action hat. Das Leben ist kein leichtes. Eines der härtesten, habe ich gehört. Ja. So, vor 10 Minuten Puls. Hatten wir irgendein Thema. Ja. Titten. Was war denn das nochmal? Kartoffelsalat. Ja. Nee, er hat überlegt, was er mitbringt. Ah, genau. Also, genau. Es ging eigentlich um die Drogen, die Jojo ihm besorgen sollte, also von denen sie noch nichts weiß. Aber ja, es ging um Drogen und ob er einen Straßendealer kennt. Und ich musste ihn mal kurz darauf hinweisen, dass ja. Ich kenne keine Straßendealer, verdammt. Keine Dealer, aber Leute, die dir Drogen besorgen können in allen Formen und Farben. Jojo genau. Hat auch schon strafgedealt. Ja, das stimmt. Strafgedealt? Ja, strafdealen. Sehr gut, sehr schön. Ja, ich würde dann quasi Jojo anrufen. Hey. Moin. Na, wie geht's dir? Ja, oh, ist fit. Sehr schön. Hast du Zeit? Ja. Dann komme ich gleich mal bei dir rum. Ungezogen. Ah. Du wechselst deine Wohnung auch wie andere Leute Unterhosen, ne? Wo wohnst du denn jetzt? Die Schneue. Okay, schickst du mir eine Adresse? Ganghaus. Okay. Ja, ich fahre dann da quasi hin. Also, ne, dann bis gleich, würde ich sagen. Jo, du kommst an. Da ist noch ein richtig dicker Troll davor, der irgendwie rumsitzt und im Sitzen an irgendeinem Auto rumwerkelt. Sein Fuß hält es ein Stück oben. Er wechselt offenbar einen Reifen. Ja, Trolle halt, ne? Ja. Ja, kenne ich dieses Ganghaus? War ich da schon mal? Ja. Okay. Aber nie drin, oder? Nee, stimmt, du warst nie drin. Du hast dich nur in der Nähe mit Jojo getroffen. Beziehungsweise du weißt, wie es von außen aussieht. Das ist halt Common Knowledge. Jo, dann laufe ich da mal in Richtung Tür. Wer bist du denn? Carvan und ich möchte zu Jojo. Da lang? Das werde ich einfach mal als ja. Mach dir das Leben doch nicht so schwer. Willst du das wirklich? Das willst du nicht. Ich will das auch nicht. Warte mal, bleib mal stehen. Alter. Der Bruder, der macht dich kaputt. Schon wieder? Ja, aber sicherlich, Mann. Jeder, der irgendwie mit dir quatschen will, der muss sich erstmal rechtfertigen. So halb. Und vor allen Dingen Leute, die hier Kinder kennen. Und ich kenne dich nicht. Und du wurdest nie erwähnt. Also. Er kennt mich. Das passt schon. Wo ist er denn? Muss ich mich bei ihm melden? Du verstehst die Sachlage ein bisschen falsch. Eigentlich nicht. Bei wem muss ich mich denn melden? Naja, ist gerade keiner da, bei dem du dich melden könntest. Okay, warte mal kurz. Ich hole meinen Kommling raus. Ich rufe Jojo an. Besetzt. Okay, der hat mir gerade gesagt, dass du da rein kannst. Wie nennst du dich nochmal? Carvan. Jo, also da gehst du durch, dann links, dann geradeaus und dann nochmal rechts und dann bist du da. Okay, danke schön. Auf keinen Fall gehst du geradeaus und dann durch das kleine Tor. Ich gehe, wie mir geheißen. Das ist gut. Nein, jo, du kommst erst rein, da ist so ein Gemeinschaftsraum mit Bar und Tritt und so einem Scheiß. Ein richtig schön Schnaps. Und irgendwo liegt so eine Prostituierte noch herum, die riecht bis nach draußen nach Sperma. Jetzt weißt du, woher das kam. Es ist also nicht Jojo. Und dann geht's dann halt rum und dann kommst du dann an so ein kleines Zimmertür und die ist halt, nehme ich an, schon bunt. Zumindest stelle ich mir das so vor. Nö, bunt ist sie nicht. Was? Dann sind da Waffenaufkleber drauf. Sie ist einfach voll mit irgendwelchen Aufklebern. Da sind alle möglichen Aufkleber drauf. Alles, was mal irgendwann irgendwo war.
Alles, was sie noch irgendwo gefunden hat, das werden Waffen sein, das werden Essensaufkleber sein, das werden bunte Tierchen sein, das werden irgendwelche Aufkleber sein, die bei irgendwelchen Sachen mit dabei waren, bei einer bei einem McDonald's Happy Meal Dingsbums, sowas in der Art. Alles dabei. Okay. Ja, ich klopfe an. Offen? Jo, dann gehe ich rein. Moin. Hi. Na, alles, also. Warum bist du denn jetzt hier? Gründe. Ach, man lässt dich nicht mehr raus, hast du, ne? Doch. Okay. Auch noch mit mir? Na klar. Ja, okay. Schön. Du siehst nicht so wirklich glücklich aus. Du hast doch alles easy. Okay. Du. Ich müsste jemanden im Knast besuchen und ich bräuchte ein paar Tauschutensilien. Sprich Drogen. Du willst wen im Knast besuchen? Sie. Okay. Wen denn? Jemand, der mir weiterhelfen kann. Wegen. Ach so, wegen deiner Family-Kiste da. Sie. Ja, klar, was brauchst du? Das ist eine gute Frage. Was nimmt man? Was Kleines, was man gut schmuggeln kann, was nicht so sehr auffällt, was aber nur die Leute pusht, nicht aggressiv macht und so weiter und so fort, weißt du? Das, was man auch. Was die im Knast wollen, ist aber was anderes. Die wollen entweder was die richtig wegballert oder die wollen was die pusht. Am besten sowas wie Bliss oder Heroin oder so ein Scheiß. Heroin klingt gut, Bliss eher weniger, weil das ist aggressiv. Quatsch. Das Gleiche. Ja, auf jeden Fall irgendwas, was halt... Nur ein bisschen stärker. Ja, nur, ich will halt etwas, nicht das, wo die Wachen sagen, nee, das macht die Jungs zu gefährlich. Also kein Jazz oder sowas. Sondern... Ja, Jazz ist auch nicht, ja, doch, bei manchen halt, kommt drauf an. Ja, kann ich hier zusammenbasteln, halt, das ist kein Ding. Sehr cool, danke. Wie viel brauchst du nur? Das ist eine gute Frage. Also 20 Dosen. Okay, du meinst also, es reicht auch, wenn ich dir den Shit gebe und nicht das gute Zeugs. Im Knast kriegen die eh nichts Gutes. Ja, muss nicht so das beste Zeug sein, aber sollte schon okay sein, wenn er das probiert. Gut. Ja, kein Problem. Nee, also ich brauche das halt zum Tauschen. Ich muss mit mir reden und da braucht er einen Gegenwert. Ja, passt schon. Ja, irgendwas, was er gebrauchen kann. Eine Nutte braucht er wahrscheinlich, wenn er im Knast ist. Ja, aber... auch das könnte ich dem vielleicht besorgen. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Obwohl, ich glaube, der ist zu alt dafür. Was ist er denn? Ja, knapp 70 oder so. Das ist ja nicht so alt dafür. Sonst bringst du noch eine blaue Pille mit und dann ist gut. Ich meine das ernst. Du bringst dir eine blaue Pille und eine Nutte mit. Und ein paar Drogen und dann ist gut. Ich mag die Art, wie du denkst. Ja, was denkst du denn? kennst du wen? Also, ich glaube ja, aber... Nutten? Du kennst bestimmt genug. Was willst du denn für eine? Die ist einem alten Sack im Knast besorgt. Kein Ding. Läuft. Kommt drauf an, holt sie dir... Na, sie sollte auch hingehen und die sollte das auch mit sich machen lassen. Was ist denn das für ein Typ überhaupt, weißt du das? Der sitzt im Knast, ist alt. Ja, ist meine gut, Information. Aber ist das jetzt ein alter Troll irgendwie, der besonders alt geworden ist? Ist das ein Mensch? Ahnung. Ist das, na, es wäre vielleicht irgendwie schon wichtig zu wissen, was das für ein Typ ist. Vielleicht solltest du das mal kurz in Erfahrung bringen, weil wenn du ihm eine Note mitbringen willst, sollte es die richtige sein. Das stimmt. Also ich würde einem Troll keine Zwergennote mitbringen und einem Zwerg vielleicht keine Trollnote, wenn du verstehst. Ah, es gibt da so komische Leute. Ja, natürlich gibt es komische Leute, aber so, das ist nicht die Regel, weißt du. Ich melde mich bei dir, dann klären wir das, was wir an der Probe brauchen. Dann sage ich dir, wo du hingehst und nachfragst und ich sag mal, kommt drauf an, wie viel Geld du ausgeben willst, aber... du musst jetzt keine besonders gute Note mitbringen, einfach weil das ist das die selten. Da nicht glaub, hingehen das... wird. Nee, erstmal das nicht und zweitens ist das da auch, glaube ich,
Eher Mangelware. Ja. Naja gut, vielleicht sollten die nicht gerade die Zähne aus dem Mund faulen, aber... Die bringt das Heroin dann gleich schon im Blut mit. Sowas in der Art. Nee, muss nicht sein. Ich spuck dem anderen Typen dann einfach in den Mund und dann wird er high. Eine von der Sorte sollte es nicht sein. Alter, das ist so... Boah, das ist so widerlich. Bunte Bilder. Boah, ein bisschen Blowjob. Boah, diese Cracknoten sind so widerlich. Immer diese Cracknoten. Du willst einfach nur einen schönen Abend mit einer Begleitdame und dann ist das wieder so eine abgefuckte Cracknote. Dabei hast du doch extra einen Huni hingelegt und nicht nur 40. Szenen, die jeder kennt. Klar. Ah, widerlich. Gut. Gott, du sagst mir nochmal, was du brauchst. Ich sag dir, wo du nachfragen kannst. Mhm. Ich pack dir den Kram zusammen, den du brauchst. Ich mach dir einfach eine kleine Mischung, je nachdem, was die da wollen. Manchmal so ein bisschen Amphetamin oder sowas dabei. Das finde ich überhaupt bei. Keine Ahnung. Nee, eigentlich eher was die wegballert. Ja, richtig. Und halt nichts, was sie wirklich aggressiv macht, weil ich muss ja, das halt auch noch Bliss. An den Jungs, an den Wachen vorbeibringen. Und da soll das halt nichts sein, was die Jungs zur übelsten Kampfmaschine macht. Passt. Und eine blaue Pille. Ja, richtig. Okay. Ich finde die Idee super. Das. Ich habe daran gar nicht gedacht, dass man da eventuell im Knast vögeln möchte. Sehr gut. Du, der jedem Weib auf den Arsch oder auf die Titten guckt, denkt da nicht dran, dass man im Knast vielleicht vögeln will? Ich war noch nicht im Knast. Ich hatte noch keinen so großen Bedarf. Ich war auch noch nicht im Knast, aber ich... Kaban guckt sich einmal kurz um. Mhm, ist klar. Was? Nix. Du warst noch nicht im Knast, ist okay. Was? Völlig in Ordnung. Ich glaub dir das. Passt alles. Brauchst du sonst noch was? Vorerst nicht wirklich. Okay. Ansonsten rufst du einfach an, ja? Klar. Wir können auch wegen meiner gerne irgendwann mal wieder raus was trinken. Können wir machen. Gut. Gefällt mir. Okay. Dann würde ich sagen, bis... Willst du noch was haben, oder? Sonst brauche ich nichts mehr. Wieso? Ich meine Bier oder sowas, Mann. Ach so. Ah, verstehe. So ganz in Form bist du nicht, oder? Nee, ich lag die letzten Tage ein bisschen flach. Ey, Daddy, zu deiner Verteidigung, ich dachte, das war auch gerade der pseudo-höfliche Rausschmiss. Ja, richtig. Willst du noch was haben, das dir gleich mitgeben kann? Ja. Eben. Nein, ich lag ein bisschen flach, ich bin nicht so ganz auf der Welle gerade. Ich weiß. Wir haben zwischendurch mal geschrieben. Stimmt, haben wir. Ja. Du glaubst gar nicht, was für eine Scheiße das ist. Die tut alles weh. Übelstmäßig und du kriegst einfach nichts mehr gebacken wegen den Scheißschmerzmitteln. Ich da hättest du ein bisschen Bliss gebrauchen können. Ich glaube nicht, dass da sowas in dem Moment gut gewesen wäre. Muskelrelaxan und so weiter, das war schon ganz gut. Das sind nicht Opiate, Muskelentspannungsdings da? Details! Ne, ich frage, ich bin mir gerade nicht sicher. Mit Sicherheit. Ja, geht so. Okay. Siehste, wieder was gelernt. Eigentlich eher nicht so. Und was denn jetzt? Das heißt, dass ich mir nach meinem Halbmarathon dann keine Opiate reinwerfen kann, um diesen Krampf loszuwerden. Das ist sehr ärgerlich. Nee, da sollst du es vielleicht einfach mal... Ich hatte extra Opiate in Magnesiumtablettenform gepresst. Ach so. Ärgerlich. Zwei Stunden. Du willst einen Halbmarathon laufen? Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, eben, es gibt nichts Langweiligeres als zu laufen, um zu laufen. Ja, erstmal das und zweitens... Hey, wenn du mir am Ende, wenn du mir eine Angel an den Rücken bindest mit einem Bier dran, da komme ich ja weit. Du legst dich auf den Boden und fängst an zu weinen. Aber davor 2 Meter. Es kommt übrigens ein kleiner Kühlschrank angelaufen. Nee. Wie geil ist das? Na, das ist mein kleiner Kühlschrank. Der Große hatte auch Beine. Du kennst den doch noch. Ja, aber er hat Kinder gekriegt.
Kanntest du den Kleinen nicht? Den hatte ich auch damals schon. Echt? Ja. Der hat neue Beine bekommen. Deswegen. Weil er hier ein bisschen weniger Platz ist als in ihrer Wohnung, hat er andere Beine, deswegen hast du das verwechseln können. Okay. Im unteren Fach. Ah, sehr cool, danke. Hier? Du auch? Nee. Sie holt sich eine Flasche Cola raus. So eine kleine. Ah. Gottchen. So, was gibt's Neues? Puh, ja, was gibt's Neues, ne? Also, ich wurde ganz nett betütelt von Freya. Also, das hat sich schon ganz gut in letzter Zeit entwickelt. Na dann. Glückwunsch und so. Keine Ahnung, was man da sagt. Danke. Jo, guten Stich, meiner. Weiß nicht. Ach ja, ach ja, ach ja. Das habe ich. Das läuft. Nö, also sonst, bis auf, dass ich jetzt wieder gesund bin, dass ich erstmals Info habe, die mir helfen kann, was mich gerade ziemlich neben die Spur setzt, und Freya ist eigentlich nicht wirklich viel Neues. Okay. Deswegen, mir kribbelt es in den Fingern, ich muss da in diesen Knast und mit diesem Typen rennen. Ich erinnere dich irgendwann mal dran, wenn wir von Bullen umzingelt sind. Das ist super. Ich hoffe, das passiert nicht so schnell. Ich hoffe das auch, aber sollte es irgendwann mal passieren, muss ich unbedingt dran denken, dich an diesen Moment zu erinnern. Super, du wolltest ja unbedingt in den Knast. Toll. Genau, das ist alles deine Schuld. Weil du unbedingt in den Knast wolltest. Das sagt das nicht zu laut, wenn das dein Bruder hört und du mit mir im Knast landest, bin ich ein relativ toter Mensch. Dann werden wir entweder in zwei verschiedenen Knasten landen oder wenn nicht, dann habe ich sowieso verloren. Nee, erstmal schon werden wir in verschiedenen Knasten landen, aber wenn dein Bruder erfährt, dass ich in den Knast wollte und du deswegen mit in den Knast bist, dann bin ich tot. Der bringt mich im Knast um. Und wenn er da selber rein muss, um mich umzubringen. Guck nicht so. Ist so. Entschuldigung. Nachricht gekriegt. Oh. Ja, dann sorgt schon irgendwer im Knast dafür, dass, ne? Vielleicht komme ich auch einfach raus und du nicht. Das könnte auch sein. Möglich. Übrigens, die Jungs, wenn die mal in den Knast geraten, scheinen die auch relativ schnell wieder raus zu sein. Na, die wissen wahrscheinlich einfach, wie sie fragen müssen oder haben genug Kohle. Mhm. Vermutlich beides. Ja. Und bei dir? Also, neue Wohnung. Neue Wohnung. Wie kommt's? Ärger. Alte Wohnung im Arsch, irgendwie ein paar Witzer und bla und dann. Carbonzin. Carbonzin. Irgendjemand hat dir die Wohnung zerrumst. Zufall. Das war ein Zufallsding. Sicher? Ja. Okay. Nicht, dass wir auch nochmal ein paar Zufälle. Nee. Ein paar besoffene Typen, alle tot, alle safe. Okay. Hast du die alle umgebracht? Ja. Okay. Ich habe übrigens schon mit Fedor gequatscht. Ich habe schon einen neuen Raum für die Werkstatt und den ganzen Kram. Ich habe schon alles umgedingst. Da ist noch ein Raum über. Ah, cool. Wenn du willst, können wir da gegebenenfalls unseren Stuff mal lagern. Dann brauchst du auch nicht alles in der Wohnung haben. Ich habe meinen Kram da schon rübergebracht. Das ist eine coole Idee. Es ist nicht direkt in der Werkstatt. Also die Werkstatt ist davon getrennt. Was ganz gut ist und was ich auch gerne so lassen würde. Klar, einfach auch aus Diskretion meinen Kunden gegenüber. Sicher. Aber das ist dasselbe Haus. Also du kannst in das Haus rein und du kommst auch dann in diesen separaten Raum. Es ist so ein quasi, also es war früher mal so ein Zimmer-Apartment-Ding. Okay, cool. Ja, also Fedor sagt, also da passt schon jemand auf und ich habe auch schon ein bisschen was gemacht mit Sicherheitstechnik und ganzen Blödsinn. Also, das ist alles safe. Bis jetzt. Ja, das klingt gut, weil dann. Es wird nämlich langsam irgendwie ein bisschen schwierig,
wenn Freya quasi in die falschen Schränke guckt. Kein Ding, also du kannst alles umschichten. Ich kann dir auch helfen beim Rüberbringen. So ist es nicht. Das wäre ein sehr guter Plan, glaube ich. Also, gib mir mal die Adresse quasi. Hier. Prima. Ist das ein Merkschloss oder was muss ich dafür? Ja, ja, ist ein Merkschloss, aber Oti, was wollen wir denn für ein Schloss haben? Fingerabdruck? Nee, das ist immer doof. Fingerabdrücke sind immer doof. Karte mit PIN. Karte, sicher? Ja, Karte verliert man. Karte mit PIN. Ja, irgend so eine Art Chip auf jeden Fall, ja. Eben, wir müssen... Karten sind immer unpraktisch, aber so ein Chip ist so ein kleiner Chip, so ein runder ist mit Dings gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Chip in irgendeinen in Finger oder so implantieren. Also RFID-Größe, was halt für den Körper nicht schlimm ist und was halt relativ sicher ist, solange niemand euch einen Finger abschneidet. Ja. Klingt gut. Ja, mach mal so. Ja, weil, Zwei-Wege-Authentifizierung ist immer eine sehr gute Sache. Na, ich kann dir den Chip jetzt schon reindingsen, wenn du willst. Er hält dir die Hand hin. Ja, sie hat da eine, ich weiß nicht, wie wird das gemacht, mit einer Spritze oder sowas wahrscheinlich, ne? Ja, ja mit, macht man na, ja auch. Eher irgendwie so ähnlich wie eine Nagelpistole, so ein Gerät, keine Ahnung. Ja, ja, es kann auch, ja, entweder sowas, keine Ahnung, so eine Art Injektionspen, sowas. Naja, der Chip ist ja schon ein bisschen massiver. Ja, ich weiß. Ja, ein größerer Pen, ja. Ja. Dann nimmt sie den Pen und dann macht's einmal klack. Dann ist der Pen kaputt, weil meine Haut so dick ist. Uhaha. Sie macht es an einer Stelle, wo es nicht kaputt geht. Okay. In deinen Penis. Ja, dann musst du nur über deinen Penis rausholen und ein Schloss halten. Das tut richtig gut. Erstmal Karin steht Propellern vorm Schloss. Geht nicht auf, Junge. Erstmal das Schloss swaffeln. Aber wenn du so einen Chip im Penis hast, dann kannst du bestimmt auch verschiedene Cybervaginas öffnen. Das Torschlüssel ist mit inbegriffen. Von Dr. Baryshnikov. Hackerprogramm für die ein Größe. Ein biometrisches Schloss von einem Penisabdruck. Dr. Baryshnikov, Keuschheitsgürtel. Ja. Wie scheiße ist, wenn du gefangen wirst? Und die so, ja, lass uns mal da rein. Okay, Hose runter, Swaffel. Ach, wie geil. Ein Swaffelschloss. Na, soll ich dir jetzt helfen beim Rüberbringen? Ist nicht viel, aber ja, gerne. Dann geht schneller. Okay. Und dann kommst du hier mal aus dem Auto. Passt das alles in ein Auto oder soll ich mit einem separaten Wagen fahren? Das passt, glaube ich, alles in meinen, oder? Alles klar. Ja, das passt alles in meinen. So viel habe ich nicht. Ich habe ja nicht so viel Krams wie du. Hm? Wie nicht so viel Krams? Ich habe doch nur Waffen und Panzerung und so ein Kleinkram halt. Ach so, ja. Ja, dann kommen halt quasi der größte meiner Waffen dahin. Naja, du kannst auch deine Panzerung da lagern, das wirft weniger Fragen auf. Richtig, ja, die auch. Also der größte meiner Panzerung und der größte Teil meiner Panzerung. Na, ich sag mal, alles, was jobrelevant ist halt. Zumindest habe ich alles, was jobrelevant ist, da mir, oder fast alles da mir hingebracht. Alles, was ich sonst mal brauchen sollte, kann ich halt von da zur Not holen. Aber ich fand es einfach deshalb praktisch, weil wenn es dann irgendwann mal heißt, hier kannst du mal was mitbringen. Weißt du, dann kommt richtig. Man halt wenigstens dran und dann ist es nicht irgendwie auf drei Orte verteilt. Das stimmt. Und halt mal jemand reinguckt, gut, dann ist Pech, aber... Ja, das... Sollte ja nicht passieren, wenn Pedos Jungs so drauf aufpassen. Ah, zum einen das und zum zweiten sind die Türen ziemlich massiv, darauf habe ich geachtet. Sehr gut. Zur Not müssen wir da eine Smart Gun hinstellen. Selbstschussanlage meinst du? Sie. Vielleicht besser nicht. Ich mochte die Dinger immer früher. Zack, zack, vier Stück drumherum oder je nachdem oder acht, einmal um Schlafstätte und du hast die ganze Nacht Ruhe. War super. Eine bessere Alarmanlage gibt's nicht. Schmeißt einfach punktuell um dein Lager und. Hey, da ist ein Kaninchen vorbeigehoppelt. Ja, scheiße. Frühstück. Was? Du! Schneller waren die Leute nicht in Position. Ja, aber es ist nervig, mitten in der Nacht die ganze Zeit wach gemacht zu werden wegen dem scheiß Kaninchen. Ja, die sind ja auch relativ intelligent, also die schießen nicht auf alles. Die Kaninchen? Nee. Die Smart Guns. Also. Deswegen heißen die so.
Ja, richtig. Wenn sie eine eigene Waffenpersönlichkeit haben, nicht mehr. Dann sind die nur zickig. Gott, Danny, das hatten wir zum Glück nicht. So Glück gehabt. Aber von meinem Gewehr angeschnauzt werden, warum es schon wieder im Matsch gelandet ist, das muss ich auch nicht haben. Hm. Ich habe schon eine Frau zu Hause, das reicht mir. Also du klingst gerade so, als wärst du 20 Jahre mit der verheiratet. Wenn sie auf den Keks geht, schießt er halt in den Wind, Mann. Na, das tut sie ja noch gar nicht. Aber er hat jetzt die Chance, diesen Satz zu sagen. Ich meine, wer würde es nicht tun? Richtig. Es geht ums Prinzip, sowas muss man einfach sagen, sobald man eine Freundin hat. Du meinst also, ich darf jetzt nicht mehr unangemeldet bei dir reinschneiden? Es wäre gut, wenn du vorher klingelst. Wie umständlich. Aber es kommt vielleicht besser, wenn sie nicht weiß, dass du einen Zugriffscode zu meiner Wohnung hast. Ach so. Ja, es ist eine von denen, die nicht damit umgehen kann, dass man sich vielleicht auch mal so gut versteht, ohne zu ficken. Exakt. Ist jetzt? Naja, sie ist halt ein bisschen eifersüchtig. Das heißt, ich muss aufpassen, was ich sage. Ja. Okay. Ich muss ja nur wissen. Okay, dann weiß ich das. Beauty. Nein, lieber Spielleiter, die einzige weibliche okay, Person, die im Pelz ankommen darf. Trenchcoat, du hast recht. Das sieht bei Jojo scheiße aus, wenn die im Trenchcoat kommt. Die ist viel zu klein. Das ist richtig. Jojo kann so einen schönen Kurzmantel tragen, so wie Sophie denn hatte. Ah ja, das geht auch. Also nicht Sophie, sondern wie hieß sie denn da? Das kommt ja immer aus selber raus. Ja. Ja, ja, eben, es ist nur kein Trenchcoat. Trenchcoat sieht ja scheiße aus. Scheiß drauf, wie das Ding heißt. Okay. Ich werde dich also nicht nackt in deiner Wohnung überraschen. Schade. Jetzt habe ich von dir einen Schade bekommen. Ja, aber, wow. ein ziemliches Grinsen dabei. Wow, ich bin ja fast, also fast könnte ich mir ja noch einbilden, also fast. 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 Wenn wir jetzt da runtergehen. Fast könnte ich mir einbilden, ich sei kein Stollentroll. Nee, aber apropos Stollentroll, schlägt ihr mich zusammen, wenn ich dich damit rausnehme? Hä? Der Stollentroll unten war ein bisschen irritiert, dass ich überhaupt rein darf. Er hat halt gefragt. Er hat mir währenddessen eine Nachricht geschickt. Schon mal alles okay gewesen. Achso, okay. Er hat nur gefragt, wer du bist, damit nicht irgendein Vollpfosten hier reinläuft, der hier nichts zu suchen hat. Sehr gut. Dann ist ja gut. Ja, ja, alles gut. Ja, dann. Und sollte sowas nochmal vorkommen, kannst du mich zur Not auch anrufen. So ist das nicht. Du warst besetzt. Ja, weil er mit mir telefoniert hat, okay. Gut, dann würde ich sagen, packen wir's. Jo. Ihr geht raus und in dem Barraum da kommt euch so eine Gängerin entgegen. Jojo. Gängerin? Na hier, Paulina. Ach so, ja. Du müsstest mal zu Nadja gehen und irgendwie die entwickeln, weil die den ganzen Tag rumheult und irgendwie keine Männer sehen will. Was weiß ich, Alter? Ach, geh schon mal raus, ich komm gleich nach. Jo. Jojo, geht hin. Jutti. Ja, die liegt dort auf dem Bett und weint. Und neben sich, also mit dem Kissen, mit dem Gesicht im Kopfkissen. Und neben sich sind die Babys und weinen. Weil, naja, sie in einer Kotpaste liegen, die wirklich, wirklich ausgearbeitet ist. Was soll denn der Blödsinn jetzt schon wieder? Sie schluchzt irgendwas Unverständliches. Nadja? Deine Kinder weinen? Ja, sie schluchzt etwas anderes Unverständliches. Könntest du dich bitte so ausdrücken, dass ich dich verstehe? Sie setzt sich auf. Rotz läuft über ihr Gesicht. Sehr geil. Ich schaff das alles nicht. Was? Ich schaff das nicht. Die schreien den ganzen Tag. Und keiner hilft mir. Bist du hier, um mir zu helfen? Alter, Alter. So. Du wäschst dir jetzt den Rotz aus dem Gesicht?
Dann trinkst du einen Kaffee und dann kümmerst du dich um deine Kinder. Jo, du hast soeben einen weiteren wunderbaren Heulkrampf provoziert. Jojo ist kurz davor, ihr eine zu wischen, damit sie mal aus ihrer hysterischen, was auch immer, wo sie da drin hängt, rauskommt. Tu dir keinen Zwang an, ich meine, dein Bruder findet das bestimmt gut. Ja, macht sie auch nicht. Jojo gibt ihr eine Packung Taschentücher. Mhm. Ein Kaffee. Mhm. Wickelt die Kinder. Mhm. Das ist auch Fütterungszeit? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das muss die selber machen. Ja, das musst du ja auch selber machen. Dann steckt ihr den Kindern noch einen Schnuller in den Mund, damit die ruhig sind. Die kriegen sich dann auch einigermaßen wieder ein schon. Die wollten halt nur nicht die ganze Zeit, weißt du? In ihrer Kotpaste. So kalte Scheiße ist halt irgendwie unangenehm für ein Kind. Das scheuert ja auch. Ja. So. Ja, du bist nicht der Einzige, der hier scheißen kann. So, ich bin jetzt weg. Jo, das ist ja gut, dass ihr ihr Taschentücher gegeben hast. Jetzt heult sie wieder, aber das ist nicht so schlimm. Wieso heult sie denn jetzt schon wieder, nur weil sie wieder weg ist? Na, ich lasse doch ruhig. Ja, keine Ahnung, Alter, was mit der Kap falsch ist. Kindbettdepression. Ja, genau. Das könnte es sein. Oh Gott, Jojo besorgt da jetzt Antidepressiva. Jo. Ja, Moment, stillt die? Jo. Oh, dann sollte sie es vielleicht lassen. Jupp. Komm noch einmal. Gibt's Antidepressiva, die nicht in die Muttermilch übergehen? Doch, es gibt welche. Stimmt, tun sie nicht. Alles klar, alles safe. Ja, davon weiß Jojo doch nichts. Das ist richtig. Hör auf, deine geheimen Kenntnisse schon wieder auszuspielen. Aber Jojo hat kein Medizin. Das ist leider richtig, aber der Professor weiß das. Vor allem, weil Antidepressiva auch jetzt nicht immer. Na doch, bei Wochenbettdepression ist es eigentlich ziemlich klug. Mhm. Teilweise. Ja, der Professor könnte das wissen, das ist richtig. Dann geht's jetzt zum Professor. Obwohl, weiß ich gar nicht. Na, wenn der Cyber... Der ist Kybernetik-Experte. Ja, der hat trotzdem Medizin gemacht. Ja, stimmt schon. Yo, also... Nur kann er in seine medizinische Datenbank gucken. Das ist richtig. Also, du gehst dann raus zu Kaban und dem dicken, fetten Troll. Ja. Kaban, geh schon mal ins Auto, ich muss noch kurz was klären. Du hast da Kacke an der Hand. Sie hat sich schon die Hände gewaschen. Ich habe gesagt, dass er sagt, dass sie da Kacke an der Hand hat. Also hat sie Kacke an der Hand. Er ist der Prospekt, oder? Sie wischt sie an seinem T-Shirt ab. Danke. Bitte. Das ist mir eine Ehre. Ich setz mich, also, ne, ich kicher leise und setz mich dann ins Auto. Kichern schön. Ja, man darf einen Gänger nicht auslachen. Ja, aber ich kann's nicht unterdrücken. Das ist ja auch ein gutes Bild, glaube ich. An seiner dicken Wampe. Genau. Sag mal, du bist doch medizinisch voll ausgebildet. Der Troll guckt dich wahrscheinlich komisch an. Ja, also, es geht schon. Gut, also wäre voll super. Ausgebildet, das kommt immer mit so komischen Konsequenzen, deswegen sage ich erstmal, es geht schon. Es wäre hervorragend, wenn du mal gucken würdest, ob es irgendwie, keine Ahnung, Glücklichmachpillen für Wochenbettdepressionsfrauen gibt, die sie nehmen können, ohne dass die Blagen das direkt mitkriegen. Das mache ich gern, nachdem ich das mit Vlad nochmal besprochen habe. Was denn? Also du erklärst, ich suche das raus, du erklärst deinem Brüderchen, ja, dass das gemacht wird und dass das deine Idee ist. Ja? Ist kein Problem, ich will nur, dass du das raussuchst, weil du das medizinische Zeug verstehst. Und dann denke ich, das ist aber nicht, da muss, glaube ich, noch mehr passieren. Du meinst, ich sollte mich mal mit Zoya unterhalten, ja? Sie braucht irgendjemanden vermutlich, mit dem sie reden kann und der ja am Anfang ein bisschen hilft, glaube ich. Kannst du ja nicht einfach Pillen in den Rachen schieben und denken, dann ist alles Hi-O-Pi, Mensch. Ich habe nicht gesagt, dass dann alles Hi-O-Pi ist, aber es ist dann auf jeden Fall weniger anstrengend als es jetzt ist. Ja, keiner sagt, dass du und so... Keiner sagt das. Aber jemand, wisst ihr, die braucht einfach eine Frau. Also eine Frau, die auch so fraulich ist wie so, wie die und nicht so fraulich wie du. Weißt du? Was ich meine. Ja. Ja, das braucht die. Und auch nicht gerade Zoya, ich glaube, die ist auch zu harsch. Ja, aber hier sind doch noch genug andere. Ich dachte auch eigentlich, dass Zoya da irgendwas geregelt hätte. Zumindest habe ich sowas mitgekriegt. Aber... Ja, aber ich glaube, Vlad hat neulich gesagt, die sollen sich da von seinen Kindern verziehen.
Weil die eine irgendwie was, irgendwie hatte die was gesoffen oder so und dann der Lissandra einen Schmatz verpasst und dann ist er, glaube ich, ein bisschen ausgetickt und gesagt, die dreckigen Fotzen sollen sich verpissen oder er rammt ihren Stiefel so tief in ihre Möse, dass sie die Gebärmutter platzt oder so. Ja, ich klär das. Oder war's, dass das nächste Mal, wenn sie ihre Tage haben, Schlamm mit rauskommt? Ich glaube, das war's. Ja, ja. Ja, ich klär das mal. Jo, ich such das raus. Supi, danke. Kommt der jetzt öfter vorbei hier? Kann sein, ja. Okay, nur dass ich Bescheid weiß. Nee, nee, kann gut sein, dass er öfter kommt. Okay. Gut, bin mal weg. Bis dann. Und danke nochmal für die Kacke. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich wusste es doch. Jojo geht zum Auto. Sehr gut. So. Abfahrbereit? Wir können fahren. Hände gewaschen? Ja. Sehr gut. Ja, er fährt dann los. Warum? Ich frage nicht, warum du Kacke an den Händen hast. Ich glaube, das ist besser. Bitte? Ich glaube, ich sollte nicht fragen, warum du Kacke an den Händen hattest, oder? Na, ich bin Tante. Was? Du bist Tante? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und als ich fragte, was es gibt, das Neue, sagst du das nicht? Ach so. Ote, da wusste ich das noch nicht. Da hat mir der Spielleiter das noch nicht mitgeteilt. Ich musste erst mal rechnen und so. Ote, das ist mir doch egal. Sie hätte dir auch vorher mal sagen können, dass ihr Bruder Vater wird, weißt du? Sie kann sich da jetzt eigentlich nicht mehr rausreden. Sowas dauert ja auch bei Urk 6 Monate. Ja, zum Beispiel. Naja. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt Tante. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich dem Schläger noch ein Bier ausgeben, ne? Alter Schwede. Das könnte gut sein beim nächsten Mal, ja. Alter Schwede. Wie cool ist das denn? Junge Mädchen? Zwillinge, 2 Mädchen. Haha, der ist aber am Arsch. Wieso ist der am Arsch? 2 Frauen zu Hause. Oh Mann. Also 3 Frauen. Die haben gute Gene. Ja, eben. Frauen mit seinen Genen. Naja. Alter, die Pubertät möchte ich nicht erleben. Das. Also, ich schon. Ich auch, aber von weit weg. Ja, das wird alles. Gott, die zerrumsen den doch. Glaube ich nicht. Ich kenne die Mutter. Glaube ich nicht. Okay. So ein Püppchen, oder was? Nee, ach. Ich sag mal, ich glaube, sie haben mehr von ihm mitgekriegt als von ihr. Ja, sehr gut. Also, ungefähr 95% von ihm und ungefähr 5% von ihr, nämlich das X-Chromosom, das zweite. Sehr schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das unbedingt gleich 5% ausmacht. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ja, nein. Also jetzt tut er so, als wäre er Mediziner, weißt du? Es ist ungefähr genau so. Und ich hoffe für dich, dass du nie was anderes sagst. Okay. Aber ich dachte nur, das ist halt, wie viele Chromosome gab es nochmal? 20 oder so? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall bin ich Tante, das ist eigentlich eine große Neuigkeit, glaube ich. Stimmt. Ja, dann, herzlichen Glückwunsch nochmal. Das hat mich auf jeden Fall gelehrt, dass ich in naher Zukunft keine Kinder haben will. Ja, wenn du jetzt schon für die beiden Scheißhaufen quasi zur Verfügung stehst. Ja, nee, so eine Geburt ist echt nicht schön. Das kann ich mir vorstellen. Die hatte doch einen Kaiserschnitt, so schlimm war es doch gar nicht. Ach so, hatte sie? Naja, das ist eine Menschin und die hat 2 Urkinnen geboren. Ja. Wäre vielleicht besser. Na gut. Gott, die wird sich am Ende nicht mehr bewegen können. Konnte sie auch nicht. Die wurden ja auch ein bisschen früher geboren, weil die Ork-Kinder vermutlich einfach sonst zu groß wurden wären. Naja, das sagt normalerweise die Natur von alleine schon, ja, jetzt raus. Normalerweise schon, aber im Mittelalter hätte die Natur dann vielleicht gesagt, die Alte kratzt ab und heute hat man gesagt, Kaiserschnitt, weißt du? Ja, sehe ich ein. Oh Mann. Ey, das muss doch gefeiert werden. Wie lange ist her? Wie alt sind die? 2 Wochen. Hm. 2 Wochen und du hast nicht ein Wort gesagt. Ich glaub's nicht.
Naja, keine Ahnung. Was erzählt man doch immer eher, wenn man da ist, weißt du? Und dann, wenn man gefragt wird, was gibt's Neues? Pff, nix. Alles ja, easy. Ich hab's seit zwei Wochen gibt's nichts Neues. Vergessen. Oh Mann. Wie kannst du zwei Belger vergessen? Und ich meine, das sind nicht deine. Ich hab die Belger nicht vergessen, glaub mir. Ich hab genug mit denen zu tun. Also ich meine, ich mag ja Kinder echt gerne, aber die sind eigentlich erst dann cool, wenn die ein bisschen älter sind. Die sind noch so klein. Also, und klein, aber... Das sind, ich gehe mal davon aus, dass es Orks sind. Dann, die werden die nicht lange klein bleiben. Ich weiß, die werden mir wahrscheinlich auf den Kopf spucken können, wenn die vier sind, aber das ist halt... Ach ja. Das ist deprimierend. Du bist halt nicht so groß. Aber pass das auf, stimmt. Die, ne, wie bei anderen Kids auch, kennen die ihre Kräfte noch nicht so und die sind sehr viel schneller, sehr viel kräftiger. Naja, das wird schon alles. Na, ich meine ja nur, ne? Das kriege ich schon alles hin. Gut. Ich bin da zuversichtlich. Ich habe schon viel mit Kindern gemacht. Man hat mich meistens nur irgendwann wieder von den Kindern ferngehalten. Weil es besser ist. Zumindest als ich im Playground noch gearbeitet habe, war das so. Nee, weil ich den Kindern immer Scheiße beigebracht habe, das wollten die immer nicht. Die meinten immer, ich würde die Kinder versauen. Dabei habe ich mit denen nur Meuterei auf der Bounty gespielt und solche Sachen. Ich habe sogar quasi Geschichtsunterricht mit denen gemacht. Ich habe sogar mit denen die Französische Revolution nachgespielt. Lass mich raten. Sturm auf die Bastille war echt witzig. Wir hatten sehr viel Spaß, aber... Hast du dabei deine Brüste entblößt, zumindest eine? Nee, ich war ja nicht Jeanne d'Arc. Wieso? Beim Sturm auf die Bastille war keine Jeanne d'Arc, aber da gibt es diese wunderschönen Malerei-Dings da, wo die Alte losrennt. Sogar die Brüstle hat sie freigelegt. Nee, das hat Jojo nicht gemacht. Achso, dann hast du also nur den Konzernkindern die Französische Revolution und den Kampf der Arbeiterklasse gegen das monarchische Regime dargelegt. Ja. Ach so, na dann. Und ich will nichts sagen, aber Jeanne d'Arc, war das nicht im Englisch-Französischen Krieg? Ja, ja, genau, die war der Englisch-Französische Krieg. Gut. Ich habe im Geschichtsunterricht aufgepasst. Warte. Danke. Ja, ich hab's mir verdient, Ich hoffe, Malachim, wir haben unseren Bildungsauftrag für heute erfüllt. Wenn es denn alles so richtig war, was wir erzählt haben. Ja. Der Wikipedia ist dann wieder alles und treibt uns das unter die Nase und wir wollen eigentlich nur unterhaltend sein. Nee, Sturm auf die Bastille, keine Jeanne d'Arc, ist schon richtig. 1789 war das, glaube ich. Es geht ja auch nicht um den Namen der Alten, es geht um ihre Brüste. Wir müssen mal wieder aufs Wesentliche kommen. Ja. Aber. Du willst aufs Wesentliche kommen und es geht um Jojos Brüste. Genau. Es tut mir leid. Wir müssen uns auf die Kleinigkeiten im Leben konzentrieren, sagst du. Ja, Jojo, rede weiter, ich habe dich jetzt zweimal unterbrochen. Genau, auf jeden Fall, das habe ich immer so gemacht mit den Kids, aber irgendwie haben sie mir dann irgendwann den Kindergartendienst entzogen. Das wollten die nicht. Ich habe das nicht verstanden, warum. Vielleicht war dein Bildungsauftrag etwas zu speziell. Na, weißt du, wie sehr sich die meisten Kinder, zumindest die bei mir in der Gruppe waren, dann gefreut haben, dass sie mal richtig rumtoben durften? Meistens durften die das ja überhaupt nicht mehr. Da haben wir mal wenigstens die Essensausgabe gestürmt. Also, das war super. Wir hatten echt viel Spaß. Süßigkeiten hinterher. Super. Ja. Das war wahrscheinlich auch nicht mehr viel vom Essen da, weil ihr alles zerstürmt habt. Nee, wir haben nichts zerstürmt. Also so weit kommt's noch. Nein, wir haben uns nur unser genommen, was uns zustand. Und alles mehr. Nein. Ich habe sogar davon abgesehen, den Adel zu verbrennen. Der wurde ja auch nur geköpft. Stimmt, mit der Guillotine. Ja, wir wollten sie verbrennen. Es sind auch in den Bauernkriegen, da sind auch Leute verbrannt worden. Aber spielt auch keine Rolle, wir haben einen Scheiterhaufen gebaut. Da haben wir sogar jemanden draufgestellt. Aber wir haben nichts angezündet, davon konnte ich die Kinder dann doch nicht sagen. Abhaben. Allerdings, wo man Scheiterhaufen genutzt hat, hat man eigentlich eher so Leute verbrannt, die Magie wirkten oder im Ruf standen, Magie zu wirken. Also das wäre für dich vielleicht nicht so ganz so schlau. Was? Scheiterhaufen, Hexenverbrennung. Na, da ging es ja auch um den Verbrennung des Adels, das wurde auch gemacht.
Wir haben gerne mal Leute umgebracht oder geköpft oder verbrannt. Das konnte man nur mit den Kindern. Einen Scheiterhaufen zu bauen war besser als eine Guillotine. Fand ich sicherer. Als ob du dich davon abhalten lassen hättest, eine Guillotine zu bauen. Ich hätte gerne eine gebaut, das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich habe es nicht gemacht. Du kannst auch immer noch eine bauen. Ja, jetzt, die hat leider so wenig praktischen Nutzen. Naja. Also. Abschreckung, ne, für andere Leute, die halt, ne, für Prospects, die aus der Reihe tanzen. Für die baue ich eine Penis-Guillotine. Oh, doch lieber eine größere, das ist, glaube ich, netter. Ich bin nicht dafür bekannt, nett zu sein. Ja, aber... Au. Das ist nicht schön. Ich weiß. Aber ich wollte eine kleine Guillotine bauen. Okay, aber... Aua. Na, du kannst auch deine Möhren damit klein schneiden, wenn du möchtest. Das macht es nicht besser. Aber du arbeitest doch so. Also ich habe letztens mal irgendwann, was heißt letztens, aber habe ich schon gesehen, dass du Möhren zubereitet hast. Ja, schon, aber... Jetzt überleg mal, was passiert, wenn du das mit einer Guillotine machst. Das ist doch viel cooler. Es dauert A, nur wesentlich länger. Aber es ist cooler. Das tut einfach nur höllisch weh. Der Möhre tut nichts mehr weh, das ist ein Gemüse. Nein, ich meine... Ne? Außerdem, nee, Möhren kann man damit nicht schneiden. Das dauert einfach zu lange. Du nimmst einfach ein Messer und klack, 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 klack. Nein, nein. Er schickt dir übrigens auch dieses tolle GIF, quasi aus dieser tollen alten Serie. Ja. Sehr schön. Es dauert nur ewig, bis es auf ist, deswegen rede ich einfach weiter. Ah, okay. So. Ja. Warum hast du eigentlich so eine scheiß Leitung, dass es so ewig braucht? Das ist der Rechner. Oh Gott. So groß ist das GIF auch nicht. Es ist nicht mein Rechner. Warum benutzt du nicht deinen Rechner? Weil auf meinem Rechner noch kein Teamspeak drauf ist, beziehungsweise ich es noch nicht zum Laufen gekriegt habe. Auf meinem kleinen Laptop. Ich bin etwas enttäuscht. Naja, ich habe den Fehler gemacht, meine Ubuntu-Version zu updaten. Das hätte ich nicht tun dürfen. Seitdem funktioniert nichts mehr. Ich glaube, ich grade sie wieder down. Ja, ein richtig schönes Downgrade. Super. Ja. Aber warum hat man Ubuntu da drauf? Weil mein kleines Netbook einfach zu lahm war für Windows. Also das hat einfach Windows nicht mehr gepackt. Und dann hatte ich auch noch 1000 Viren drauf und alles Mögliche und konnte es nicht neu machen, weil es keine Recovery-Partition hatte. Und nein. Ja, ich hab das Netbook damals nicht selbst eingerichtet. Genau, auf jeden Fall hat es keine Recovery-Version und nix und dann konnte ich es nicht mehr neu machen und hatte auch keinen Bock, mir irgendwie für ewig viel Geld Windows zu kaufen, weil ich auch nur noch eine Windows Vista DVD hier hatte. Okay, ja, genau. Alles andere ist besser als Windows Vista. Genau, alles andere ist besser als Windows Vista. Außerdem hat es halt ein Netbook und hat dementsprechend kein CD-Laufwerk. Das heißt, das hätte ich mir auch noch besorgen müssen, weil ich kein externes habe. Du kannst auch auf den USB-Stick packen. Ja, das weiß ich. Das hat aber nicht funktioniert. Weil die Recovery-Geschichte hatte ich zwar noch auf meinem Standrechner, da hätte ich das auch für Windows 7 gehabt, aber Windows 7 frisst so viel Ressourcen, dass mein Netbook damit einfach nicht klargekommen wäre. Oh Mann. So, das bedeutet, ich habe überlegt, was machst du denn jetzt? Und dann dachte ich mir, weißt du was, du hast keine Lust, jetzt wieder irgendwie ewig für rumzumehren und mit 10.000 Viren und bla und was weiß ich nicht was, nimmst du einfach Linux. Da hast du auch keine Virenprobleme. Das stimmt. Siehst du? Und dann hatte ich auch ein Linux, also dann hatte ich auch eine Ubuntu-Version, die ganz cool war eigentlich. Die hatte nur leider, also da habe ich aus Teamspeak zum Laufen gekriegt, da habe ich auch die ersten Male mitgespielt. Dann dachte ich nur, ach weißt du, kannst du ja upgraden irgendwie auf, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas 14, von 12 auf 14, genau. Never und dann, change a running system. Naja, genau, never change a running system, never touch a running system. Und dann hatte ich irgendwie zum einen das Problem, dass ich Teamspeak nicht mehr starten konnte und zum zweiten, dass ich kein USB-Headset mehr anschließen konnte, weil es dann plötzlich meine Maus nicht mehr erkannt hat vom Touchpad. Also aber auch nur den linken Mauszeiger, der rechte ging noch. Also rechter Mausklick war möglich, aber linker Mausklick nicht mehr. Brauchst ja nicht.
Es war völlig, also was das für ein Fehler war, habe ich auch bis heute nicht rausbekommen, weil es nämlich unter der anderen Linux-Version nicht war. Das war das Geilste, was mir jemals passiert ist. Also ich, ja, ich habe das USB-Headset angeschlossen und er erkannte meine Maus nicht mehr. Es war hervorragend, wirklich. Hm. Ja. Das hatte ich halt, wie gesagt, unter der anderen Linux-Version nicht, deswegen vermute ich, dass es dann tatsächlich an dem Linux lag und das ist quasi ja wahrscheinlich irgendwas mit irgendwelchen Treibern oder was weiß ich was. Keine Ahnung, so kenne ich mich nicht aus. Hm, okay. Na dann. Gut, zurück zum... So viel zum zu meinem Linux. Genau, zurück zum Topic. Back to topic. wo waren wir denn? Weiß ich nicht mehr. Ach, ich habe mich drüber gefreut, dass du mir nicht erzählt hast, dass du, dass sie Tante ist. Genau. Genau. Cis. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir halt zu meiner Wohnung, räumen alles aus, räumen alles runter. Ja, warte doch mal, bis der Spielleiter da ist, ja. Genau, ja. Nee, wir fahren zu deiner Niemand Wohnung und machen Spaß. Außerdem ist der gerade wieder da. Sehr gut. Oh, da ist er ja wieder. Ja, ja. Ja, Spielleiter, wir fahren zu seiner Wohnung und packen alles zusammen. Okay. Und bring's rüber und so. Genau. So halt das, ne, die Sachen, die ich lizenziert habe und die zu meiner Story passen, also sprich das Gewehr und eine Pistole, die bleiben halt bei mir. Die Maschinenpistolen eher so nicht. Weißt du? Naja, klar. Ich hab gerade geguckt, was du für eine Pistole hast, die nach Jagdpistole aussieht. Ich jetzt da war. Na gut. Hallo, schön großkalibrig, damit man halt auch den Fangschuss an einem Bären geben kann. Außerdem kennt sich Freya eh nicht aus. Hey. Du nimmst für einen Bären durchaus schon eine größere kalibrige Waffe für einen Fangschuss. Naja, deswegen dachte ich ja eher an sowas wie eine Room Sweeper, weil die hat ja Schrot und das ist ja auch nicht schlecht bei Viechern. Fangschuss ohne Schrot. Ja, aber ist ja vollkommen irrelevant. Irrelevant? Irrelevant? Ja, wer ist Irene Wand? Das ist deine nächste Ahle. Sehr gut. Ah, das Kampfmesser ist mein Jagdmesser. Die Unterarmschnecken kommen auch mit. Die Panzerjacke bleibt da und dann ist gut. Ihr habt ja ein Ausrüstungsdokument. Genau. Läuft. Ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Ja, dann machen wir das und dann irgendwann fahren wir vermutlich wieder zurück und dann ist die Frage, ob wir den ganzen Stuff da haben oder ob Jojo noch kurz was besorgen muss erst. Jupp. Naja, kommt also Bliss. Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Ja, Bliss oder... werden sie schon haben. Ja. Ich meine, wie viel willst du ihm denn geben? Also 20 Dosen. Jo. Na klar. Guck mal kurz, 20 Dosen Biss, das geht sogar vom Geld her, sind 400 Yen. Aber das wären dann halt irgendwie, obwohl das ja bei Heroin-Opiaten überhaupt nicht viel an Menge. Deswegen, das ist eine kleine Dose, also eine kleine Menge, aber das sind 20 Dosen, die kommt man im Knast. Ja, werden sie schon haben. Im Knast werden sie es quasi noch auf 40 weitere Strecken. Ja. Jojo. Ja, die Kohle musst du halt schon dafür da lassen, ne? So ist es nicht. Also, das ist ja nicht ihr Eigentum. Aber, ja, kein Problem. Also, das packt sie dir auf jeden Fall noch zusammen. 400 Nuyen, hast du gesagt, ne? Ja, ja. Ab in die Drogenkasse mit dem Geld und dann ist gut. Das ist die Babykasse, die Windelkasse, ist die Drogenkasse. Hä? Ich hab doch gesagt, in die Drogenkasse. Naja, aber das wäre einfach übelst gut, wenn von dem Drogengeld irgendwie was für die Kinder finanziert wird, weißt du? Wenn mal jemand von euch irgendwie Windeln kaufen muss oder Babynahrung oder später Kleidung und was weiß ich, dann wird das vom Drogengeld finanziert. Kleidung näht Jojo, wenn er langweilig ist. Und wovon bezahlst du die Stoffe? Ja, okay. Von dem Drogengeld. Natürlich. Na sicher, die Kinder müssen ja auch, ne, sinnvoll... quasi versorgt werden. Ja. Und womit macht man Geld? Mit Drogen macht man Geld. Zum Beispiel. Ja, das ist das Geile an Drogen, ist ja, das ist ja eine Substanz, die ihren eigenen Markt schafft. Das ist super. Ja. Kann man so sagen. Kaban hat sein Zeug. Sie? Läuft alles. Ja. Gut, dann muss ich mich quasi nochmal bei unserem Lieblingsschieber melden. Ja. Für die Note oder was?
Ja, ich muss ja erstmal wissen, auf was für eine alte der steht. Ja, oder was für ein Typ ist, so, wenn es ein Troll ist und wenn es ein Ork ist, dann, oder wenn es ein Zwerg ist, oder, ne, wie ist auch immer. Ist ein Mensch. Okay. Ist ein Mensch, dann kriegt er eine Elfe, denke ich mal. Oder ein Menschennotte, ist egal. Irgendwas von seiner Größe. Elfen gehen immer eigentlich. Ja, aber wenn, also, er kennt den Typen ja vielleicht ein bisschen besser? Nee, der kennt ihn nicht. Es geht nur darum, dass Jojo wollte das nur deshalb wissen, damit sie dann sagt sie dir irgendwie ein paar Namen, wo du dich mal melden kannst. Ja, das Ding ist, ich frage ihn schon halt, ob er das rauskriegen kann, was für eine Vorliebe er hat. Nee, so wenn er eine Vorliebe hat und dann, damit ich mir halt, dann brauche ich halt dafür die Erlaubnis, sie auch noch mit reinzunehmen. Ja, die Erlaubnis kostet halt nochmal so viel. Also nochmal 1,4. Und die Nutte selber wird richtig viel Geld verlangen dafür, weil Knast echt so eine Sache ist. Die wird auch nochmal sagen, hier, 400. Weil das ist wirklich, das ist halt Knast. Die sind ja auch nicht die liebsten und besten Menschen. Dafür schenke ich dir das Viagra. Das ist nett von dir. Das nimmst du ja sowieso aus deinem eigenen Vorrat. Ich brauche kein Viagra. Sind 1,8, sagst du, ne? Ja. Dann, ja. Jetzt muss ich auch noch rechnen. Ich hasse rechnen. So. Ja, das ist. Kann, jetzt muss ich auch mal nicht rechnen, das finde ich angenehm. Ja, das ist richtig. Aber du betreust ja unsere Gruppenkasse weiter. Ja, aber das ist ja keine Gruppenkasse. Wie viel Geld habt ihr eigentlich in eurer Kranken- und Lebensversicherung jetzt? Bis jetzt 3.000, also wir haben beide eins reingeschmissen. Das geht nur Mensch. Hm, das ist cool. Na, okay. Wir haben halt 10% reingeschmissen von dem, was wir gekriegt haben. Hm? Ich glaube, das ist eigentlich eine sinnvolle Menge, oder? So ungefähr. Ja. So. Gut. Ja, ich bezahle quasi die Dame, ich bezahle Fedor. Gut, dann packe ich mir noch ein bisschen Geld auf Crabsticks verschiedene. Okay. Das sind Drogen im Wert von 400. Das heißt, 200 sind angebracht. Ich kann es aber erstmal mit 150 versuchen. Ich nehme mir 2 Crabsticks mit E100 mit. Mhm. Und ein Crabstick mit 200. Und auch ein Crabstick mit 500 für den Fall. Passt. Gut. Dann wirst du da einfach knallhart hinfahren. Ja, ich werde dann mit Fedor den Termin abstimmen. Hm. Naja, der ist ja schon, also. Genau. Montag. Was war es? Montag, ja. Ja. Dann werde ich mich von meiner Liebsten verabschieden. Höhö. Dass ich halt wieder arbeiten fahre. Naja, noch wohnt ihr ja nicht zusammen, also. Ja, ja, nee, ich meine nur so, ne, von wegen hier, dass sie mir nicht auflauert und irgendwie mich überrascht oder so. Und ich brauche ja ein Alibi, dass ich mit meiner Mutter treffe und wegfahre. Das darf sie nicht erfahren halt. Cute. Also. Kommt Jojo bei dir in die Wohnung rein. Ey, Kaman, wie war die Nutte? Mhm. Solche Sachen sollst du lassen. Ja, ich fand's gerade nur witzig. Entschuldigung. So. Fick dich. Du fährst dann also ein Stück außerhalb der Stadt. Moment. Ach so, naja, du hast ja einen Schmuggelbehälter. Na, kann ich ja mal kurz würfeln, sagst du. Mach ich das mal. Mhm. Okay. Also du nimmst die Drogen und die Nutte mit in dieses Gefängnis. Das stellt sich also so dar. Du hast da einen Zaun mit Monodraht obendrauf. Und dann hast du erstmal so einen Bereich, wo quasi Landschaft ist, mit so ein paar Drohnen, die rumfliegen. Und die haben auch Waffen, die sind scharf. Und nicht klein, dann kommst du quasi zu dem eigentlichen Komplex, der hat dann Mauern und obendrauf Monodraht und da sind auch so ein paar Drohnen unterwegs. Und du siehst halt einfach, dass es zu 100% maschinell ist. Alles perfekt automatisiert. Kommt man dann zum Eingangsportal, da wirst du reingelassen erstmal, da drin ist halt erstmal quasi sowas wie eine Rezeption. Und dahinter sitzt so ein Gefängniswärter. Mhm. Guten Tag. Hm. Ich würde hier gerne einen Freund besuchen. Mhm. Mein Freund Fedor sagte, ich muss mich hier
irgendwo anstellen dafür. Zu wem wolltest du? Maxim. Dem alten Sack. Dem. Okay. Ja, oder kommt erstmal bei dem mit. Führt euch in so einen anderen Raum, da wird erstmal eure Kleidung durchleuchtet. Das heißt, ihr müsst euch ja wie gesagt nackig machen erstmal beide. Dann werden eure Körperöffnungen durchsucht. Dann wird alles, dann wird alles ausgepackt, dann legt ihr das Päckchen. Hast du es noch im Auto oder? Ich würde erst das Päckchen, also Pedro hat gesagt, so ja, ne? Das erstmal Auto lassen und dann würde ich ihn halt quasi. Okay, ja, ich würde ihm quasi irgendwann, bevor er mich halt komplett durchsucht, würde ich ihm zu verstehen geben, dass ich halt gerne noch was mit reinnehmen würde. Nee. Wenn du irgendwas da lassen willst, dann gibst du das später mir. Und dann gucken wir mal, wie teuer das wird. Ist nur ein kleines Päckchen, ist nichts Schlimmes. Ja, das können wir dann nachher gucken, aber mit reingenommen wird nichts. Ich würde aber gerne sicherstellen, dass es auch ankommt. Tja, da wirst du dich wohl auf mich verlassen müssen. Nun, ich guck mich mal kurz um, ist der hier gerade mit mir alleine? Ja. Na, ich weiß nicht, also wenn du was mit reinnimmst, musst du es vielleicht teilen, aber wenn du jetzt einfach sagst, ich kann das mit reinnehmen, dann. Nee. Wenn du jetzt einen Kratzer gegen kriegst, der fällt ja nicht auf bei dir. Nee, 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 das machen wir nicht. Du darfst es dir auch gerne vorher angucken und bewerten. Ich guck mir sowieso vorher an, was das ist. Aber deswegen wirst du es trotzdem nicht mit reinnehmen. Wir machen sowas nicht zum ersten Mal. Mir ist es scheißegal, ob der alte Sack irgendwas kriegt von dir. Das ist mir echt sowas von Wurst, solange das ist nichts ist, was hier irgendwie Massenpanik verursacht oder irgendwie eine dicke Schlitzerei oder mich sonst irgendwie tangiert. Aber Alter, du wirst es auf jeden Fall nicht mit reinnehmen. Okay. Das ist einfach so. Gut, was kostet mich der Transit, dass es auch ankommt? Das gucke ich dann, was es genau ist. Okay. Willst du das mit reinnehmen, während ich mich unterhalte mit ihm? Das wird, pass mal auf, du gehst erstmal rein und quatschst mit dem, denn das wolltest du ja. Und danach kannst du dich wieder anziehen und dann kommst du nochmal rein und bringst das mit. Okay, machen wir es. Ja, genau, schön. So, da hinten geht jetzt das Tor auf. Da geht ihr bald durch. Dann weiter geradeaus, da geht noch eine Tür auf und dann seid ihr auf dem Innenhof. Der Typ wird rauskommen. Halbe Stunde. Alles klar. Dann öffnen sich die besagten Türen und du kannst auf den Innenhof treten. Dann gehe ich auf den Innenhof. Jo. Da gegenüberliegend wird dann auch irgendwann eine Tür, öffnet sich und der Typ kommt raus. Der hat schon einen leichten Buckel und sieht nicht so aus. Ja doch, er sieht eigentlich noch relativ fit aus. Also der Schein trügt. Auf den ersten Blick denkt man, das ist halt einfach ein 70-jähriger Mann. Aber er scheint noch für sein Alter zumindest überlebensfähig zu sein. Solange er potent genug ist für die Kleine. Alles gut. Genau. Gut, dann näher ich mich Ihnen auf ein paar Meter quasi. Guten Tag, Maxim. Wer bist du? Ein Freund. Wer bist du? Nämlich Kaban. Okay. Ich hätte ein paar Fragen an dich und es wäre schön, wenn wir wenn du mir sie beantwortest. Ich hätte dir da vielleicht auch noch eine kleine Gegenleistung anzubieten. Ich gehe aber mit dem Kopf zu der Kleinen. Wir haben eine halbe Stunde. Hübsches Gerät. Was willst du dann wissen? Hier gibt es oder gab es zwischendurch mal ein paar Jungs, die ein Tattoo am Arm haben. Oder an anderen Stellen. Ich beschreibe ihm. Die Fünfte. Ich beschreibe ihm genau diese Fünf, genau. Ja, genau. Ja, er weiß ja sofort, wovon du redest, aber darüber wurde er ja schon aufgeklärt. Achso, okay. Genau. Die gab's. Ich hätte gerne einen Namen. Ich würde gerne wissen, wer sie hier rausholt. Also ich möchte eigentlich alles wissen, was du über das weißt. Den Namen kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer die rausholt. Ich kann dir sagen, wer die Farbe für deren Tattoos, die teils hier gemacht werden, anschleppt. Und ich kann dir sagen, für wen der arbeitet. Okay. Aber da reicht die Note nicht.
Ich hätte noch was im Wagen. Bisschen... ein paar Stimmungsaufhälle. So einen Scheiß will ich nicht. Sondern? Keine Ahnung, Alter. Das ist jetzt echt ein Problem, ne? Hast du ja leicht vorgestellt. Aber du musst es mal aus meiner Perspektive sehen, ne? Ich werde hier drin verrecken. Ich werde es auf jeden Fall nicht beschleunigen, indem ich irgendwelche Drogen habe, für die anderen mich killen. So. Und ich habe keine Ahnung, was ich irgendwie von dir haben wollte. Weil ich ja weiß, dass ich sowieso hier drin verrecken werde. Deswegen kannst du dir deinen Aufenthalt hier freundlich gestalten. Damit sie mich abstechen und das Zeug dann irgendwie holen. Tja, wenn das alles ist, was du anzubieten hast, dann kann ich auch wieder reingehen. Nein. Dir schwebt bestimmt irgendwas vor, sonst hättest du das Treffen auch gar nicht mit mir gesucht. Ich habe das Treffen mit dir nicht gesucht. Ich wusste nicht mal, dass heute jemand kommt. Das Ding ist das folgende. Ich bin hier, weil mir langweilig ist. Ich habe beim Tag nichts anzufangen, verstehst du das? Ich warte hier auf den Tod und da kommt irgendjemand und sagt, da wird jetzt einer mit dir sprechen. Da gehe ich doch mal gucken. Okay. Nun, in einer halben Stunde kannst du dich auf jeden Fall erstmal versüßen, wenn du möchtest. Aber... Das ist nett. Sofern wir dann miteinander reden. Wir können miteinander reden, aber wie gesagt, ich werde dir das, was ich weiß, nicht dafür sagen, dass ich dir mal kurz meinen Schwanz durch die Alte durchziehe. Gut. Wenn du schon nicht nach draußen kommst, ich komme es. Hast du irgendwie noch was draußen zu erledigen? Und das wirst du jetzt vor der Nutte besprechen, ja? Trish, geh mal ein bisschen, geh mal ein paar Meter. Genau so, wie man mit Nutten reden muss. Weißt du, Kaman ist eigentlich immer voll der Liebe. Ey, geh mal darüber. Haut noch schön auf den Arsch. Das gefällt mir. Das jo, ja. Macht sie, weil sie weiß, wo sie hingehört. Richtig. Na, gibt's schon was. Machst du die Hände schmutzig? Für gute Infos. Tja, dann muss wohl jemand sterben. Wie gesagt, nenn mir Namen. Und dann weiß ich, dass du das für mich erledigst. Wie wär's denn andersrum? Ohne den Namen werde ich diesen Menschen nicht töten. Tja, das ist schon ziemlich blöd. Nein, nein, du musst mir den Namen von dieser Person nennen, die ich... Ach so, das meinst du? Ach so, tja. Du bist schon lange hier drin. Also, früher. Früher hat er sich Hoppe genannt. Aber das letzte Mal, dass ich von dem gehört habe, hat er irgendwie einen anderen Namen gehabt, der noch beschissener war. Gunfist. Gunfist. Ja. Okay. Ich will nicht nur, dass du den Wichser abknallst. Ich will, dass du ihm, keine Ahnung, sehr kreativ, das Gesicht abziehst. Ihn mit deinem Stiefel zertrittst. Oder irgendwas anderes. Okay. Kriegen wir hin. Okay. Sobald ich, kommst du wieder, dann hast du irgendwie ein Foto dabei oder sowas und dann erzähl ich dir was. Ach so. Gut. Das ist eigentlich noch wichtig. Eigentlich muss er vor seinem Tod wissen, dass er ein kleiner, dreckiger Verräter ist. Das wäre schon wichtig. Soll ich ihm irgendeinen Namen dafür nennen oder reicht mir das? Nee, sagst ihm einfach, dass er ein kleiner, dreckiger Verräter ist und dann reißt sie ihn die Augen raus. Habe ich ein Foto von Gunfist? Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du da was eins gemacht hattest. Gut, ich, hab ich einen Comlink dabei oder sowas? Nee. Shit, sonst hätte ich ihn gezeigt. Der hier. Okay, ist kannst tot. Du leider nicht. Schade, das wäre so. Okay, der hier. Okay, beachte ihn als tot. Hatte der nicht abgefeilte Hörner oder was? Der hatte doch der hatte abgefeilte Hörner, ja. Troll mit abgefeilten Hörnern. Und die hässlichsten, größten, stählernsten Cyberaugen, die man auf dem Markt bekommt. Ja, vor 10 Jahren. Ich gucke ihn an, Gunfist. Ist das der? Und nun beschreibe ich ihn. Das ist er. Betrachte ihn als tot. Das mache ich. Gut. Dann würde ich sagen, ich will deine kostbare Zeit mit Trish ja nicht länger hinauszögern. Wie heißt sie? Trish. Ach du Scheiße. Ist ein Künstlername. Künstler. Danke dir. Kein Thema.
Und ich hoffe für dich, dass du mir nicht nur einfach einen Namen nennst und ihn umbringst und mir danach nichts mehr sagst. Nicht wahr? Du brauchst dir keine Sorgen machen. Gut. Ja, dann winke ich halt Trish ran und gehe. Sehr gut. Ja, alles klar. Du gehst dann raus, dann wirst du gebeten, erstmal kurz zu warten. Dann kommt die raus, wischt sich den Mund ab und wirft sich ein Kaugummi ein. Dann kommt der Dude nochmal, schließt euch den Raum auf, wo eure ganzen Sachen sind. Und ja, du hast da in Schlubbern und Unterhemd gewartet. So, was wolltest du da jetzt noch reinbringen lassen? Nichts. Danke, hat sich erledigt. Aber ich komme nochmal wieder. Ja, machst du das mit Fedoras? Jo. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob ich dann da bin, aber ja. Schön, gut. Dann ja. Ja, Anna, warte mal kurz. Sag mal, Kleda, was nimmst du nur die Stunde? Sie nennt sich einen Preis. Ihr betrachtet sie nochmal. Dann schüttelt er den Kopf und geht. Was für einen Preis hat sie gesagt? Ehrlich gesagt, die gängigen Preise sind mir jetzt nicht so geläufig, deswegen sage ich mal 70. Huh. Ich glaube, Nutten sind nämlich gar nicht so teuer. Auch nicht die super abgefuckten. Ich meine, die ist ja nur mittel abgefuckt. Gut. Бачи тенто русский штил. Ich ärgere mich so hart. Aha, ich hätte es halt einfach ganz anders machen müssen. Ich hätte einfach mit dem Typen im Gefängnis sagen sollen. Das ist ja nett mit der Nutte. Aber die will ich nicht. Du hast auch einen hübschen Popo. Jungchen. Das hätte ich machen müssen. Und dann gucken, wie weit Kaban geht. Denn er ist ja... Es wird noch in den folgenden Folgen kommen, aber er ist der Sache... Da geht er ein bisschen anders vor als sonst so. Sonst eher der Nette und Ruhige und Überlegte und der Mutti tut mal nix, aber du wirst ein bisschen anders mit ihm. Ist auch mal okay, wenn er Spaß hat. Und auf jeden Fall wäre das halt echt die Gelegenheit gewesen. Na gut. Muss ich mir aufheben, muss ich irgendwann nochmal machen. Krieg ich hin. Easy. Ansonsten ist es schön, dass wir es eigentlich bis zum Ende durchgehalten haben, dass der Folgentitel nichts mit der Folge zu tun hat im Wesentlichen. Das freut mich immer sehr. Ja. Und ansonsten, die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style from Upgrade Style. Alle rechtlichen Fragen in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.